So, ich freue mich, dass Sie heute alle da sind, dass wir uns heute auch online treffen, um über Nachhaltigkeit in Köln zu sprechen. Herzlich willkommen zum Online-Gespräch mit 5 Kandidaten und Kandidatinnen der Oberbürgermeisterinnenwahl. Ludwig, kannst du dein Mikro noch mal kurz ausstellen? Ich habe sonst eine Rückkopplung. Dein Mikro einmal bitte Ich habe das ausstellen, eigentlich dass es stumm draußen. geschaltet ist. Genau, super, perfekt, weiter geht's, genau. Wir freuen uns sehr, dass Sie an unserer Gesprächsrunde heute teilnehmen für eine nachhaltige Stadtentwicklung in Köln. Mit dem Titel Köln wird nachhaltig wollen wir von Ihnen wissen, wie Sie den Wandel gestalten möchten. Ich bin Sabrina Kali, guten Abend. Ich arbeite Abend. als eine Weltpromotorin im Allerweltshaus Köln und koordiniere das Bündnis Kommunale Nachhaltigkeit mit. Wir sind Veranstalter der heutigen Veranstaltung. Und gemeinsam mit mir wird Dr. Ludwig Ahrens der Bürgerstiftung Köln und er ist auch Mitglied der Koordinierungsgruppe. Wir bedanken uns auch sehr, dass wir heute Abend hier der gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft in Ehrenfeld sein können und deren Räume nutzen können in Neu-Ehrenfeld, um die Kandidatenrunde technisch abzuwickeln heute. Mit der heutigen Veranstaltung wollen wir erfahren, wie diese 5 Kandidaten, die hier heute präsent sind, den nachhaltigen Wandel in Köln gestalten möchten. Dafür haben wir 4 Fragen zu Themenbereichen vorbereitet. Und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Einmal Henriette Reker, parteilos unterstützt von CDU und den Grünen, Andreas Kosiski, der SPD, Jörg Dethien, Die Linke, Thor Zimmermann, Gut Köln und Nikolin Gabrisch, Klimafreunde. Und herzlich willkommen an alle Zuschauerinnen vor den Monitoren. Guten Abend. Guten Abend. Bevor wir in die Inhalte einsteigen, noch ein paar Hinweise zur Technik und zur Methodik heute, dass wir alle gut folgen können. Zu sehen auf dem Bildschirm sind die Kandidatin, die Technik und die Moderatoren. Und die Mikros und die Kameras der Zuschauer haben wir ausgeblendet. Sie können aber Ihre Fragen in den Bereich Fragen und Antworten unten im Menü reinschreiben. Und später im Gespräch werden wir sortiert Fragen einsammeln und diese an einzelne Kandidaten weitergeben. Deswegen ist es wichtig, wenn Sie Fragen haben, dass Sie schreiben, an welche Person die Frage gerichtet ist. Gut, dann kommen wir zum Veranstaltungsablauf. Wir haben 2 Themenblöcke vorbereitet, die jeweils 2 Fragen abdecken. Und diese Fragen sind formuliert von verschiedenen Organisationen, unter anderem von Scientists for Future, von Köln Agenda und von Amnesty International. Uns ist es nämlich wichtig, ein breites Spektrum an Nachhaltigkeitsthemen abzudecken und nicht nur die ökologische oder die soziale zu betrachten. Für die 1-2 Themenblöcke haben wir eine Reihenfolge vorbereitet. Beim ersten Themenblock haben wir die Reihenfolge Frau Gabrisch, Herr Zimmermann, Herr Dethien, Herr Kosiski, Frau Reker. Und bei dem zweiten Block drehen wir die Reihenfolge um. Beginnen wir mit Frau Reker, Herr Kosiski, Herr Dethien, Herr Zimmermann, Frau Gabrisch. Aber wir werden Sie dann entsprechend drannehmen. Sie müssen sich das jetzt nicht alles merken, wer wann dran ist. Genau, da die Zeit sehr knapp ist, haben wir für jede Frage 4 bis 5 Minuten maximal eingeplant. Wir werden Sie dann auch auf die Zeit hinweisen und bitten Sie, sich daran zu halten, damit alle fair und ausreichend zu Wort kommen können. So, dann haben wir jetzt genug Methodisches geklärt und ich würde für den Inhalt jetzt abgeben. Zum ersten Themenblock gebe ich das Wort an Ludwig Ahrens ab für die Moderation. Danke, Sabrina. Mikro anstellen. Wir haben ein bisschen Probleme mit der Technik, deshalb muss ich immer hin und her schalten. Danke, Sabrina, für die Einleitung. Guten Abend auch von mir. Ja, liebe Kandidatinnen und Kandidaten, es ist Wahlkampf und deshalb sind wir hier. Wir möchten Sie mit dieser Veranstaltung gerne dabei unterstützen, Ihre persönlichen Prioritäten für den Themenbereich Nachhaltigkeit und für Ihre Amtsführung als OB in dieser Hinsicht darzulegen für die anstehende Legislaturperiode. Das ist an der Stelle ganz wichtig. Nämlich, was wir nicht möchten und was wir als Moderatoren gegebenenfalls unterbinden, ist eine Abarbeitung an der Vergangenheit
oder an Konkurrentinnen oder Konkurrenten. Was wir aber auf jeden Fall auch nicht möchten, sind darüber hinausgehende Utopien darzulegen. Ziele jenseits von 2030 mögen oder müssen da sein, aber Ihre Handlungsprioritäten in den nächsten 5 Jahren, die sind für uns hier und heute wichtig. Wenn Sie über Ziele danach sprechen, bitte nur im direkten Kontext zu den Maßnahmen, die Sie in diesen Jahren anstoßen wollen. Unser Bündnis für kommunale Nachhaltigkeit in Köln versteht sich als Lobbygruppe für eben diese Nachhaltigkeit in Köln auf allen Ebenen. Wir haben da als Bündnis nach 10 Anfängen, wie ich meine, schon gute Erfolge erzielt. Der Rat hat durchaus Beschlüsse gefasst, die zur Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele, SDG-Ziele neudeutsch gesagt, beitragen sollen. Ob sie das auch tun, hängt ganz stark vom Handeln der verantwortlichen Personen aus Politik ab. Des Weiteren hängt es davon ab, wie Politik beschließt und die Verwaltung ermächtigt, das in Handeln umzusetzen. Um es genauer zu sagen, wie personell, finanziell und auch mit klaren politischen Vorgaben ausstattet, um diese Ziele für die Zukunft zu verwirklichen. Im Sinne unserer Kinder und Enkel. Ich habe jeweils 3 Kinder und auch schon 3 Enkel. Insofern habe ich ein starkes Interesse an einem nachhaltigen Köln. Und ich denke, das geht den meisten Menschen so. Daran sollten wir auch alle arbeiten. Und mit diesem letzten Absatz bin ich im Grunde genommen gleich bei unserer ersten Frage an die Kandidatinnen und Kandidaten. Sie ist vielleicht für so eine Diskussion etwas ungewöhnlich. Wenn wir heute über Inhalte von Nachhaltigkeit sprechen und ihre Umsetzung in Köln, dann weiß ich aus mehr als 30 Jahren Verwaltungserfahrung in der Stadt Köln, dass dies ganz entscheidend davon abhängt, wie die Spitze der Verwaltung, die Chefinnen und Chefs, die Umsetzung politischer Beschlüsse vorlebt und Mitarbeiter ermuntert und ertüchtigt. Personell, finanziell und ganz besonders ideell, diese in die Tat umzusetzen. Ideell deshalb, weil Mitarbeiter müssen motiviert werden und müssen das Gefühl haben, mein Chef steht hinter mir, wenn ich das jetzt so nachhaltig anlegen möchte. Sie sind zukünftig die Oberchefs. Also komme ich zu unseren Fragen. Zunächst an Frau Gabrisch, Frau Nicolin Gabrisch von den Klimafreunden. Unser erster Block heißt strukturelle Umsetzung von Nachhaltigkeit in Verwaltung und Stadtwerkekonzern. Der Rat der Stadt Köln hat die SDG-Ziele sich zu diesen bekannt und Nachhaltigkeit ist ein strategisches Leitziel der Kölner Perspektiven 2030 für alle städtischen Handlungsfelder festgeschrieben. Frage an Frau Gabrisch zunächst mal. Mit welchen Maßnahmen, Handlungen werden Sie in den nächsten 5 Jahren sicherstellen, dass Nachhaltigkeit entsprechend den SDG-Zielen im städtischen Handeln fest etabliert sein wird und sozusagen zur DNA der Stadtverwaltung gehört? Dazu haben Sie jetzt das Wort. Ja, ich muss mich entschuldigen. Ich hatte heute Nachmittag ein bisschen Trubel mit meinen Kindern. Ich würde gerne freier vortragen. Aber weil es mir sehr wichtig ist, dass ich nichts auslasse, werde ich jetzt mehr oder weniger ablesen, was ich mir notiert habe. Also es gibt mehrere Ansatzpunkte. Zum einen möchte ich das nutzen, was schon da ist und darauf aufbauen. Dann gilt es zusätzlich, neue Strukturen zu etablieren und sowohl was Verwaltung, insbesondere auch mich dann als OB, als Verwaltungsführung angeht, als auch was die Mitwirkung der Bevölkerung angeht. Die Kölner Perspektiven 2030, die gibt es ja schon. Aber die Kölner Strategie ist meines Wissens bisher eben genau nicht an den SDGs ausgerichtet. Meiner Meinung nach müsste der Prozess um diese 17 Hauptziele ergänzt werden und dann eben entsprechend danach ausgerichtet werden, ganz konkret. Und die rund 170 Unterziele der SDGs, die könnten dann in Form von Indikatoren als Steuerungselemente dienen. Um dies zu implementieren und zu überprüfen, braucht es dann die Erstellung eines jährlichen Nachhaltigkeitsberichtes und natürlich auch dessen Veröffentlichung. Ich finde sowieso, dass das einfach viel zu viel noch hinter verschlossenen Türen stattfindet und würde mich freuen, wenn wir die Stadtbevölkerung auch viel mehr ermächtigen würden und viel mehr teilhaben lassen würden. Als OB würde ich dann an bereits bestehende Formate anknüpfen, wie zum Beispiel den OB-Dialog, den jährlichen Treffen des Rates für nachhaltige Entwicklung sowie den regelmäßig stattfindenden Panels vom LAG 21. Daran würde ich teilnehmen und aktiv mitwirken.
und den Austausch damit auf Landesebene, auf Bundesebene und auch auf globaler Ebene nutzen und forcieren. Zudem würde ich Mitarbeiterstrukturen aufbauen, die mich dabei unterstützen, und zwar natürlich auf kommunaler Ebene. Ich finde, wir brauchen Nachhaltigkeitsbeauftragte mit relevantem fachlichen Background in allen Ämtern der Stadt Köln, die dann koordiniert und konzertiert zusammenarbeiten. Und diese Taskforce für Nachhaltigkeit würde dann MitarbeiterInnen der Verwaltung beraten, würde Vorhaben in Bezug auf Nachhaltigkeit betreuen, wäre Anlaufstelle für BürgerInnen und wäre auch für die Veröffentlichung des oben genannten Nachhaltigkeitsberichtes sowie weiterer Informationsmaterialien rund ums Thema Nachhaltigkeit in der Kommune zuständig. Da die Strukturen in der Verwaltung allerdings nicht ausreichen und das Thema städtische Transformation und die Vorbereitung bzw. Anpassung an den Klimawandel sowieso uns alle betrifft und ein ganzheitlicher Prozess ist, finde ich, wir brauchen zudem eine handlungsfähige Bürgerplattform. Und meine Vision dafür wäre die Weiterentwicklung von Köln Agenda und Bündnis Nachhaltige Kommune als Zusammenschluss mit den anderen relevanten Akteuren, wie zum Beispiel Agora, Klug e.V., Köln spricht, Scientists for Future und natürlich mit besserer Mittelausstattung. Wir haben unglaublich viel Engagement und Expertise in Köln und das müssen wir meiner Meinung nach viel mehr einbinden und koordinieren. Und zwar nicht nur auf städtischer Ebene, sondern auch auf Bezirksebene und ganz konkret in den Fädeln. Wie es uns zum Beispiel Wuppertal vormacht mit den Klimaräten in den Quartieren. Sowas würde ich auch für Köln gerne sehen. Essentiell ist natürlich auch, dass die Stadt mit gutem Beispiel vorangeht und selbst nachhaltig handelt. So muss sich die städtische Energieversorgung schnellstmöglich und spätestens bis 2030 zur Klimaneutralität hin entwickeln. Da haben wir ja die Klimawende Köln für, die da gerade einen Bürgerentscheid für ausarbeitet. Der Bau und die Sanierung städtischer Gebäude darf nur unter Nachhaltigkeitskriterien erfolgen und zwar ganz konsequent. Die Beschaffung innerhalb der Verwaltung muss konsequent nachhaltig sein, zum Beispiel im Hinblick auf die Ausstattung von Kantinen, natürlich auch das Essen und die Durchführung von Veranstaltungen seitens der Stadt. Da ist noch viel Spielraum nach oben. Und den VerwaltungsmitarbeiterInnen müssen Schulungen rund ums Thema Nachhaltigkeit angeboten werden. Das ist auch ganz wichtig, im Grunde genommen auch nicht nur den MitarbeiterInnen der Stadt, sondern im Grunde genommen für alle. Ja, das ist einfach was wir nur alle zusammen schaffen. Meines Wissens hat übrigens Frau Klug in ihrer Zeit als Kämmerin ja bereits eine Art Nachhaltigkeitshaushalt mit einem Ampelsystem in Bezug auf die SDG-Kompatibilität der Kostenstellen eingeführt. Korrigieren Sie mich gerne, wenn ich da fehlinformiert bin. Aber ich finde, darauf könnten wir ja durchaus aufbauen. Also wir müssen auch hier nicht das Rad neu erfinden. Ich weiß nicht, wie wir es jetzt machen. Also stellen Sie jetzt die zweite Frage noch separat, oder? Ich höre Sie leider nicht. Immer noch nicht? Nee, also ich kann, ja, jetzt höre ich Sie. Ich denke, ich stelle die zweite Frage erst noch hinten dran. Ich danke erstmal schon mal. Das war ja doch eine recht ausführliche Stellungnahme zu der ersten Frage. Wenngleich ich jetzt so im Nachhinein als Comment vielleicht abgebe, das war jetzt sehr stark abgezielt auf Einbindung von Bürgerschaft, finde ich persönlich auch wichtig. Ich bringe mich hier auch so oft ein, wie ich nur kann. Aber ich denke, es wird auch wichtig sein, Es wird auch wichtig sein, sozusagen in die Verwaltung tatsächlich Strukturen zu schaffen, sodass eine stärkere Bindung und Verpflichtung auch für das Verwaltungshandeln gegeben ist. Kommen wir zum zweiten Punkt, der knüpft im Grunde genommen unmittelbar an, denn auch da haben wir ja im Grunde genommen schon durch vergangene Ratsbeschlüsse sozusagen genau das gegeben, nämlich dass Verwaltung durch Beschlussvorlagen verpflichtet wird, sich um Klimaschutz, darum soll es jetzt gehen, kümmert. Und die zweite Frage knüpft insofern an die erste an. Welche Vergabe, ordnungsrechtlichen und strukturellen Maßnahmen wollen Sie auf kommunaler Ebene implementieren, um die Klimaschutzziele für Köln zu erreichen? Ich denke, dass wir sie erreichen wollen, da wird es auch unter den anderen Kandidaten keinen großen Dissens geben. Die Frage ist nur, wie ist die Priorität und wie machen wir es? Also was die Vergabe von Aufträgen seitens der Stadt angeht, so muss ich natürlich stringent an den bereits existierenden Leitfaden für nachhaltige Vergabe gehalten werden. Und es müssen Kriterien wie zum Beispiel faire Beschaffung, gendergerechte Bezahlung
oder auch das Verbot von Kinderarbeit angewandt werden. Der Rat der Stadt Köln, die Bezirksvertretungen, alle weiteren Gremien und auch die Verwaltung müssen sich konsequent und umfassend in allen Bereichen an Klimaschutz und klimarelevante Zielvorgaben halten. Wir brauchen ein Umdenken in allen Köpfen. Wir brauchen soziale Gerechtigkeit. Wir brauchen Entscheidungen, die sich an Gemeinwohlökonomie orientieren und nicht an Profiten. Das ist, finde ich, ganz wichtig, dass dieses Umdenken passiert und zwar schnell passiert. Die Klimafreunde sind ein bunter Zusammenschluss von Akteuren und auch von Initiativen, unter anderem aus der Klimagerechtigkeitsbewegung. Und wir stehen zu 100% hinter den Forderungen der For-Future-Bewegung und anderen relevanten Akteuren. Und die Scientists for Future haben ja bekannterweise zahlreiche Handlungsvorschläge in ihren Visionen Köln 2030 formuliert. Und die For-Future-Bewegung hat just heute ihre kommunalpolitischen Forderungen veröffentlicht. Und aus Zeitgründen werde ich jetzt daraus nicht zitieren, aber ich kann versichern, dass die Klimafreunde da zu 100% hinterstehen. Hey, ja, das ist dann das Stichwort aus Zeitgründen. Ich sag mal, so die 8 bis 10 Minuten, die wir für Sie vorgesehen haben, oder für jeweils einen Kandidaten vorgesehen haben, sind durch. Ich darf damit nahtlos übergeben an Herrn Zimmermann, der sozusagen in unserer Reihenfolge der Zweite ist. Guten Abend. Ich komme zurück auf die erste Frage. Mit welchen Maßnahmen oder Handlungen werden Sie in den nächsten 5 Jahren sicherstellen, dass Nachhaltigkeit nach den Zielen, nach den SDG-Zielen im städtischen Handeln fest etabliert sein wird und zur DNA der Stadt und ihrer Verwaltung wird? Ja, zunächst einmal auch von mir herzlichen Dank für die Einladung heute Abend. Ich habe keine Rede oder Texte vorbereitet. Ich würde das gerne im Gespräch mit Ihnen beantworten und Sie können natürlich auch gerne Nachfragen stellen. Inhaltlich bin ich nicht weit entfernt von dem, was Frau Gabrisch auch gerade gesagt hat und was wir wahrscheinlich auch den folgenden Kandidaten gleich zum Thema Nachhaltigkeit sagen werden. Wir haben in Köln eine ganze Menge sehr, sehr gute Beschlüsse zur Nachhaltigkeit. Wir sind auch schon mal ausgezeichnet worden, Kommune in Sachen Nachhaltigkeit. Das ist aber immer oft nur für einzelne Projekte, sage ich mal, die beispielhaft durchgezogen wurden. Geschehen, aber die ganze Stadt als solches oder auch die Verwaltung ist längst noch nicht wirklich nachhaltig aufgestellt, so wie wir das jetzt hier vielleicht in dieser Runde verstehen. Sie brauchen nur einen Schritt aus dem Rathaus rausgehen oder selbst im Rathaus, ne, haben wir ja noch nicht mal die Möglichkeit, den gelben Punkt sozusagen zu erfüllen. Im Büro steht nur Papier und Restmüll. Da fängt es schon an, wenn Sie weitergehen in die Kantine, sagen wir mal ins Henkelmännchen in der Lanxess Arena, die städtische Kantine. Auch dort finden Sie natürlich jede Menge Speisen. Also Ernährung war ja auch gerade schon ein Stichwort, die also nicht mit den SDGs in Einklang zu bringen sind. Für mich als gewählter Oberbürgermeister wäre das eine Stichwort, was Sie vorhin genannt haben, Vorleben. Da kann ich sicherlich einiges vorleben, aber natürlich nobody is perfect. Ich bin zum Beispiel kein Vegetarier, ne? Da kann ich jetzt nicht viel vorleben. Aber bei autofrei Leben kann ich viel vorleben. Und so weiter, bei vielen anderen Punkten. Da geht das schon. Und ich glaube, das wäre sehr wichtig, das in die Verwaltung, in alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu kommunizieren, dass das eben kein Verlust ist an Lebensqualität. Im Gegenteil, bewusster Leben macht eigentlich auch mehr Spaß. Das werden, glaube ich, viele Leute bestätigen können. Aber die Diskrepanz zwischen unseren tollen Beschlüssen und dem Alltag ist da, die ist nicht wegzudiskutieren, die ist auch auf den Straßen sichtbar. Und da müssen wir an dieser Akzeptanz müssen wir arbeiten. Da ist in der Bevölkerung das Gleiche wie auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung. Auch da muss Überzeugungsarbeit geleistet werden. Da müssen Formate gefunden werden, die einfach funktionieren und oder so gut wie möglich funktionieren. Und zu einer Teilfrage auch so Stabsstelle Nachhaltigkeit im OB-Büro oder Ähnliches. Da bin ich nicht so ein Fan von. Wir haben das ja in den vergangenen Jahren auch erlebt, dass immer wieder der Ruf kam, das muss jetzt Chefsache werden oder Chefinnensache werden. Ich vertraue doch da auf die Dezernate, dass die das eigentlich umsetzen können müssen. Und ich glaube, wenn ich gewählt werden würde, wäre das solch ein Ruck in Köln, dass das auch in der Verwaltung final ankommt. Okay. Das Stichwort Vorleben ist sicherlich ein gutes. Ich denke, das ist richtig und wichtig. Die Spitze muss einfach selbst mit ihrem Handeln den Mitarbeitern kundtun, wie sie es richtig finden. Ja. Gleichwohl
mit dem zweiten Gedanken, denke ich, der ist ein ganz wichtiger Startstelle, wäre nur eine von vielen Möglichkeiten, aber ich denke, unser Ziel oder Ziel unserer Frage war, Bewusstsein zu schaffen. Ich muss eine Rückkopplung in der Verwaltung schaffen, dass das, was an Ratsbeschlüssen gemacht wird, auch umgesetzt wird. Ja. Das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Sache. Sie haben ja heute auch in der Zeitung Ihren eigenen Beschluss, den Sie vor Jahren gefasst haben, bezüglich der Seilbahn wieder drin. Das ist auch so ein Beschluss. Man fragt sich, wo ist er liegen geblieben? Ja, das ist zum Beispiel auch ein Thema, was wir wirklich in den nächsten 5 Jahren angehen müssen. Frau Reker weiß das auch. Das ist die Beschlusskontrolle. Wir haben zurzeit keine wirklich transparente Beschlusskontrolle. Wir wissen manchmal alle zusammen nicht, was aus den Beschlüssen geworden ist, die wir gefasst haben. Das geht erst mit mühsamer Recherche, das rauszukriegen. Dann ploppen immer wieder solche Themen auf, wie heute das zum Rheinpendel. Da sind wir fast erstaunt dann, ne, dass eben da nichts draus wird. Aber das ist eine gemeinsame Aufgabe, ganz klar. Okay. Ich denke, das ist wichtig. Ja, ich käme dann zur zweiten Frage. Welche Vergabe, ordnungsrechtlichen und strukturellen Maßnahmen wollen Sie auf kommuneller Ebene implementieren, um die Klimaschutzziele, die ja wohl, denke ich, allgemein anerkannt sind, auch tatsächlich zu erfüllen? Ja, in Ihrem Text hatte ich gelesen, den wir zur Vorbereitung bekommen haben, dass wir uns doch tolle Klimaschutzziele vorgenommen hätten. Die Stadt Köln und es gilt jetzt nur noch, diese umzusetzen. Da muss ich also persönlich widersprechen. Ich halte die Klimaschutzziele, die bislang beschlossen oder auch von der Verwaltung verfolgt werden, für absolut nicht ausreichend. Da müssen wir ganz dringend nachbessern, selbstverständlich. Ein wichtiger Punkt ist, der auch in der letztjährigen Diskussion, wo hart gerungen wurde, ist dieses, es klingt vielleicht albern, aber es geht um hohe oder höchste Priorität. Und ich habe damals auch in den Ratsdebatten für höchste Priorität plädiert. Und die Mehrheit des Rates war aber dafür, dass das hohe Priorität haben sollte und das sollte dann reichen. Der entscheidende Nebensatz war, dass eben dann auch die anderen Ziele der Stadtstrategie eben auch beachtet werden sollen. Und ich möchte nur ein Beispiel nennen. Das war die Entscheidung zum Rather See. Da würde eigentlich jeder sagen, das entspricht eigentlich dem Klima, widerspricht den Klimaschutzzielen der Stadt Köln. Aber da hat eben der Rat gesagt, nee, wir beschließen das trotzdem, weil wir das Ziel Freizeitangebot für in dem Fall höherwertig setzen. Also das wäre für mich das Erste, dass wir sagen, höchste Priorität. So ein Beschluss mit zum Rather See wäre mit mir nicht möglich. Natürlich mit Ratsmehrheit dann immer möglich, aber ich hätte ihn nicht gewollt als OB. Mit der Verwaltung selbst, wir haben immer wieder Diskussionen, warum Umweltschutz eigentlich im Dezernat Soziales ist. Die Diskussion bin mir da nicht so ganz schlüssig. Gibt es verschiedene Argumente hin und her. Aber Klimaschutz, Umweltschutz, würde ich sagen, hat eben inzwischen so eine hohe oder höchste Priorität, dass es durchaus sinnvoll wäre, da über ein eigenes Dezernat nachzudenken. Wir haben relativ wenig Dezernate in Köln. Andere Städte, andere Verbände haben wesentlich mehr Dezernate. Ich denke mal, da haben wir auch durch die Abschaffung des letzten Dezernates, haben wir da auch Luft nach oben. Wir haben da Platz und auch Kapazitäten, auch finanziell, um so ein Dezernat einzurichten. Also Klimaschutzdezernat wäre etwas, worüber wir zumindest gemeinsam nachdenken sollten. Das andere Thema ist Beschlusstreue. Da wäre ich sicherlich ganz, ja, ich will jetzt nicht sagen anders hinterher, aber das ist etwas, was wir uns wirklich nicht bieten lassen können. Die allerschönsten Beschlüsse nützen nichts, wenn sie nicht umgesetzt werden. Also, und das betrifft alle Bereiche. Das ist ein guter Schlusspunkt. Ja. Ich würde an der Stelle sozusagen Ihr Statement beenden wollen. Dankeschön. Und darf überleiten zu Herrn Detjen für die Linke. Auch wieder beginnt mit der Frage, mit welchen Maßnahmen und Handlungen werden Sie in den nächsten 5 Jahren sicherstellen, dass Nachhaltigkeit entsprechend den SDG-Zielen im städtischen Handeln fest etabliert sein wird und zur DNA der Stadt bzw. der Stadtverwaltung gehört? Guten Tag, ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Als Oberbürgermeister werde ich Soziales und Ökologie zusammendenken und auch zusammen umsetzen. Der massive Ausbau erneuerbarer Energie, der ansteht, muss OB-Thema sein.
Und ich werde dazu eine Taskforce bilden mit den verschiedenen Verwaltungseinheiten, mit den Stadtwerken, aber auch mit privaten Akteuren, um das zügig umzusetzen. Zwei Kernpunkte dazu. Mir ist einfach aufgefallen, dass Stadt und Stadtwerke unterschiedlich agieren. Da ist also wichtig, dass man das erreicht, dass Stadt und Stadtwerke zusammen agieren. Das sehe ich immer wieder als Mitglied des Aufsichtsrates, erfahre ich. Ich war gestern bei der Industrie- und Handelskammer auf einer Podiumsdiskussion. Ich dachte, na gut, das ist ein Auswärtsspiel. Das war aber ganz anders. Es war interessant, dass in den Vorgesprächen deutlich wurde, dass die Wirtschaft in Sachen erneuerbarer Energien sich also benachteiligt fühlt und dass sie nicht mitgenommen werden in diesem Prozess. Und ich glaube, da muss man auch nochmal dazu übergehen, dass man die privaten Organisationen, also zum Beispiel den Verband der erneuerbaren Energien, in diese Kooperation mit aufnimmt. Also das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Wenn man auf private Einfluss nehmen will, und das ist ja wichtig in Sachen Erneuerbare, muss man mit ihnen auch kommunizieren. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch das Thema Klimarat. Da haben wir ja im Umweltausschuss erreichen können, dass der Klimarat jetzt transparent dargestellt wäre. Das war ja eher so ein Geheimgremium. Das wird jetzt langsam transparent. Man konnte erreichen, dass der DGB inzwischen dort mitarbeiten kann. Und ich hatte im Vorfeld, im Anfang des Jahres, mit verschiedenen Umweltgruppen genau über diese Frage, die Bedeutung des Klimarates gesprochen. Und da waren wir uns sehr einig, dass wir gesagt haben, dieser Klimarat muss auf Entscheidungen drängen. Und die Entscheidung schlussendlich muss natürlich der Rat treffen. Aber wir brauchen keinen Diskussionsclub, sondern wir müssen den Klimarat sozusagen als Expertengremium in Gang bringen. Und das muss sich auch entwickeln. Vielleicht letzter Gedankengang, Stichwort Ausbildung bei der Stadt Köln. Da war mir, also da muss was passieren. Also da war uns aufgefallen in Sachen Nachhaltigkeit. Wir haben in der U-Bahn-Diskussion die Frage gestellt, wie ist denn der ökologische Fußabdruck bei der U-Bahn? Also da haben wir Rolltreppe, viel Beton etc. im Vergleich zu der oberirdischen Variante. Und da konnte uns die Verwaltung zu diesem ökologischen Fußabdruck nichts sagen. Aber das muss eine Verwaltung lernen, entwickeln. Und ich glaube, wenn man da einen Prozess, einen Diskussionsprozess entwickelt, wird das schon klappen. Dankeschön. Ja, ich danke auch. Ich denke, damit kann man die erste Frage als beantwortet sehen. Kommen wir zur zweiten. Welche Vergabe, ordnungsrechtlichen und strukturellen Maßnahmen wollen Sie auf kommunaler Ebene implementieren, um die Klimaschutzziele in Köln zu erreichen? Wir haben ja im Rat den Beschluss zum Klimanotstand gefasst, praktisch als ohne Konsequenzen. Und als Oberbürgermeister würde ich sofort als erste Maßnahme ein Handlungskonzept vorlegen, wie dieser Beschluss zum Klimanotstand umgesetzt werden kann. Zum Beispiel darf es keine Bauvorhaben mehr geben, wo nicht Dach- und Fassadenbegrünung, Solaranlagen in den neuen Häusern sozusagen Standard ist. Das wäre zum Beispiel so eine Maßnahme. Und Sie fragen ja nach den Ordnungsmaßnahmen. Die sind natürlich umfassend. Ich habe erst gestutzt über die Frage, aber wenn man das aufblättert und auffächert, sind da eine Unmenge von Möglichkeiten, wie man steuern kann. Also nur mal ein Beispiel bei den Ausgleichsflächen. Also wenn es eine Bebauung gibt, muss man manchmal Ausgleichsflächen darlegen. Die werden in der ökologischen Wertigkeit oft minder bewertet. Und da muss zum Beispiel was passieren, dass man zum Beispiel, wenn man Ackerflächen bebaut, muss da entsprechend die Werte höher angesetzt werden. Wir müssen ja davon ausgehen, Nachhaltigkeit heißt, das ist ein Begriff aus der Forstwirtschaft, wenn man sagt, ein Baum wird gefällt, dann muss ein weiterer nachgepflanzt werden. Das musste sozusagen so eine Art Verwaltungsgrundsatz sein und auch Grundsatz innerhalb der Ordnungsverfügung, die jeweils eine Stadt hat. Und insofern wäre auch mein Vorschlag bezüglich der Bebauung von Häusern, da habe ich ja gesagt, wir brauchen eine weitere Wohnungsgesellschaft, die vorwiegend
ökologisch baut und mit Holzhäusern baut. Das ist mir ein wichtiges Anliegen, dass wir da auch neue Gedanken entwickeln. Und im Rahmen der Klimanotstandsdebatte war mir nochmal aufgefallen, da habe ich ja bei Ihnen schon mal im November letzten Jahres referieren können, wie man Klimanotstand und Klimagerechtigkeit miteinander verbinden kann. Und da gab es ja von uns den Antrag, dass alle SGB-II-Empfänger, die den Anspruch auf Kühlschrank oder Waschmaschine haben, dass die den besten Standard, effizienten Standard bekommen dürfen oder bekommen können. Dieser Antrag ist schlussendlich im Sozialausschuss gegen Grüne und CDU abgelehnt worden. Das wäre zum Beispiel so eine Sache, wo man als Oberbürgermeister auf dem kleinen Dienstweg sehr aktiv sein kann und natürlich entsprechend in den Verkaufsregelungen, in den Kriterien Regelungen schaffen kann, wie das umgesetzt werden kann. Also zum Beispiel Fuhrpark, sowohl bei der Stadtwerke wie auch bei der Stadt, sind Möglichkeiten, erhebliche Möglichkeiten, was zu verändern. Vielleicht letzten zwei Gedanken, Stichwort Nulltarif, öffentlicher, also ein Tarif ist ja auch eine Möglichkeit zu steuern. Insofern glaube ich, ein Tarif 365 Tage, 365 Euro im Jahr wäre eine Möglichkeit. Und letzter Gedanke, wir als Linke unterstützen das Bürgerbegehren Klimawende 2030. Und ich würde es für zielführend erachten, wenn die Verwaltung relativ schnell den Bürgerbegehren stattgibt, dass es auch umgesetzt werden kann. Dankeschön. Ja, gerne, danke. Vielleicht zur Erläuterung. Sie hatten eben gesagt, bei Ihnen referieren. Wir haben im letzten Jahr in unserem Herbstplenum vom Bündnis Nachhaltige Kommune das Thema Umweltgerechtigkeit gehabt und hatten da politische Vertreter, Herr Detjen für die Linke, ich glaube Herr Kienitz für die CDU, genau. Dort gehabt und die hatten da ein entsprechendes Statement abgegeben. Das zur Erläuterung. Die Frau Gabrisch hatte sich eben gemeldet. Falls das eine Wortmeldung ist, müssen wir die sozusagen ans Ende dieses Umlaufs stellen. Nicht? Okay, gut. Dann darf ich aber jetzt weiterleiten an den Kandidaten der SPD in Köln, den Herrn Andreas Kosiski, und Sie sozusagen fragen, mit welchen Maßnahmen bzw. Handlungen werden Sie in den nächsten 5 Jahren sicherstellen, dass die Nachhaltigkeit entsprechend der SDG-Ziele im städtischen Handeln fest etabliert sein wird und sozusagen zur DNA der Stadt Köln wird. Ja, ich sage auch nochmal guten Tag und freue mich, dass ich hier sein darf. Herr Arends, bei diesen Zielen sind wir uns, glaube ich, einig, alle, aus den Vorrednern höre ich das ja auch, Klima und Umwelt, da müssen wir wichtige Maßnahmen machen. Da haben wir, glaube ich, kaum Erkenntnisprobleme, sondern eher Umsetzungsprobleme. Was mir aber besonders wichtig ist, zu den Zielen gehört auch Frieden, Bildung und Armutsbekämpfung. Und auch dafür brauchen wir in der Stadt Köln konkrete Maßnahmen. Und ich als Oberbürgermeister würde ich auch diese drei Ziele noch mit in den Fokus nehmen und sie auch transparenter und wahrnehmbarer in der Stadt machen. Es wurde gesagt, von einer Taskforce oder von ähnlichen Sachen. Ich glaube, ich habe eben gesagt, es gibt keine Erkenntnisprobleme, es gibt Umsetzungsprobleme. Und wir brauchen immer für solche Sachen innerhalb der Verwaltung eine Verantwortlichkeit. Deswegen plädiere ich für einen Verantwortlichen mit Querschnittsaufgaben, der also nicht nur hier in eine Richtung hinein Empfehlungen gibt oder auch das Klima dafür herstellt in der Mitarbeiterschaft des Rathauses, der Verwaltung, dass diese Ziele in der Gänze wahrgenommen werden, umgesetzt werden, sondern er muss auch den richtigen, was hier auch schon eingefordert worden ist, strukturierten Kontakt zu den Bürgerbewegungen, zu den Klimaaktiven und zu allen Organisationen, auch zu Gewerkschaften. Auch das ist hier eben schon angesprochen worden, das halte ich für sehr wichtig. Aber es gehören auch dazu Handel, Gewerbe und Industrie. Also ich glaube, dass wir auf diesem Gebiet nur weiterkommen, wenn wir konsensual entsprechende gemeinsame Entscheidungen treffen. Und das wird nicht immer das sein, was das Objektiv oder das Optimale ist. Aber es wird hoffentlich ein Konsens sein, den alle mittragen können. Und der bringt uns auf dem Weg weiter. Wenn wir uns verzetteln in Streitereien, dann wird das schwierig. Und ich möchte eigentlich dafür sorgen, dass wir sehr schnell auf diesen Weg weiterkommen. Herr Arndt, Sie haben etwas gesagt. Ich habe 2 Söhne und bin auch gerade vor einem Jahr Großvater geworden. Das ist schon mal, dann denkt man auch mal über sein eigenes Leben noch mal neu nach und welche Verantwortung man hat, nämlich an die nächsten Generationen eine Welt weiterzugeben, aber da gehört eben halt auch zu,
nicht nur auf Köln zu gucken, sondern dass wir Frieden, Bildung und Armut in der Welt bekämpfen, weil das auch die Punkte sind, mit denen wir sonst Probleme haben. Wir mit unserem Lebensstil sind ja dabei, andere Länder auszubeuten. Die Probleme, die wir in Afrika haben, sind in großen Teilen hier möglich, weil in Europa die Politik gemacht wird, wie sie gemacht wird. Und das kann man runterbrechen bis auf die Länder, auf die Städte, auf die Regionen. Und da kann, glaube ich, der Oberbürgermeister der viertgrößten Stadt Deutschlands mit klaren Maßgaben und klaren Zielen und klaren Aufgaben da auch viel zu beitragen. Und er muss es aus meiner Sicht auch. Ja, okay. Das war's. Ich glaube, da werden Sie kaum einen Widerspruch finden. Dennoch, dieses, wie man in die Verwaltung hineinspricht, damit es in der Tat in Köln auch umgesetzt wird. Ich denke, da muss man schon ein dickes Brett bohren. Aber ich glaube, vom Grundsatz her, denke ich, kann man Ihnen durchaus zustimmen. Ich käme zur zweiten Frage. Welche Vergabe, ordnungsrechtlichen oder strukturellen Methoden oder Maßnahmen wollen Sie auf kommunaler Ebene implementieren, um Klimaschutzziele in Köln zu erreichen? Ich fange mal mit dem Vergaberecht an. Ich glaube, dass es wichtig ist, darauf hinzuwirken und auch umzusetzen, dass wir nicht immer den billigsten, sondern den wirtschaftlichsten nehmen und da auch ökologische Komponenten mit reinbringen. Also das ist ein Riesenproblem, dass wir immer auf den billigsten gucken. Konkrete Maßnahmen, diese Stadt wächst, wenn wir neue Wohngebiete, wenn wir neue Industriegebiete, Gewerbebetriebe oder irgendwas machen, müssen wir immer mitdenken, wohnen, arbeiten, Umwelt, alles komplex zusammen. Wir brauchen bei den Wohnungen, Herr Detjen hat es gesagt, aus meiner Sicht eine zweite Wohnungsbaugesellschaft. Wir brauchen genossenschaftliches Wohnen. Wir brauchen die Möglichkeiten, die neuesten Techniken anzuwenden, die Energie einsparen. Ganz konkret, ich bin dafür, dass 2025 spätestens das Braunkohlewerk in Meckenich geschlossen wird und dass die Rheinenergie weiter so toll investiert in erneuerbare Energien. Aber wir müssen alle miteinander aufpassen, dass die Energie weiterhin bezahlbar ist. Und zwar für jeden und jeden in dieser Stadt. Und auch da gibt es Aufgaben, die eine Stadtverwaltung, ein Oberbürgermeister mit den Weg beschreiben muss. Also wir müssen alle Möglichkeiten umsetzen, aber wir müssen auch alle mitnehmen und allen die gleichen Möglichkeiten geben. Das ist etwas, was ich für unbedingt notwendig halte. Auch das ist jetzt schon die Antwort auf Ihre zweite Frage. Ich bin da ein bisschen norddeutsch und kürzer als die anderen. Ja, soweit, denke ich, ist das okay und auch angekommen. Gleichwohl, die Klimaziele umzusetzen, wird sicherlich auch da ein dickes Brett sein. Und ich stimme Ihnen zu, wir müssen alle mitnehmen, insbesondere auch Industrie und Wirtschaft. Und ich würde an der Stelle dann sagen, okay, gehen wir zum letzten Kandidaten über, zu Frau Reker, die unabhängig, aber sozusagen unter dem Segel von CDU und Grüne kandidiert. Und ja, Frau Reker, guten Abend nochmal und auch an Sie nochmal die Frage, die erste. Welche Vergabe, ordnungsrechtlichen und strukturellen Maßnahmen wollen Sie auf kommunaler Ebene implementieren, um die Klimaschutzziele zu erreichen? Ich denke, ja, Sie haben ich sage auch nochmal guten Abend und beantworte auch erst gerne die zweite Frage. Das ist sie nämlich, aber mir ist die Reihenfolge eigentlich egal. Also Bin ich jetzt durcheinander geraten? So machen, ist mir egal, wie rum. Nee, ich glaube, es wäre schon jetzt auch als Fairness gegenüber den anderen gut, erst was zu der Verwaltungsfrage zu sagen. Okay. Sorry, ich habe jetzt hier falsch gegriffen. Also erst die erste Frage, und da ist es bei mir natürlich ganz klar, ich baue auf dem auf, was wir schon machen. Und es gibt ein Pilotprojekt, das heißt Nachhaltigkeitshaushalt. Und der ist auszuweiten. Das liegt daran, Herr Dr. Ahrens, dass sich seit unserer gemeinsamen Zeit in der Verwaltung, Gott sei Dank, die Einstellung zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit ganz entscheidend verändert hat. Sie wissen ja sicher und haben das damals auch so wahrgenommen, dass ich als Umweltdezernentin nicht besonders erfolgreich war, weil einfach das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit so nicht im Bewusstsein der Menschen war. Trotzdem ist eine Menge zu machen. Also das Projekt Nachhaltigkeitshaushalt muss ausgeweitet werden. Außerdem hat uns beispielsweise die Vorlage, die beschlossen wurde vom Rat Klimanotstand, dazu geführt, dass jede Maßnahme, die die Stadt zur Entscheidung vorschlägt, nach ihren auch ökologischen Folgen bewertet wird. Das werden Sie bei großen Vorlagen, die in Zukunft kommen, sehen.
Also es wird immer gefragt, welche Auswirkungen haben denn solche Maßnahmen? Es ist richtig, das sagte Frau Grabisch, dass Frau Klug schon ein Kölner Tragfähigkeitskonzept entwickelt hat. Ich erinnere, Sie haben das jetzt gesagt, ich habe mich darauf nicht vorbereitet, aber ich erinnere mich zum Beispiel an das Thema Brückenbau. Also da hat sie am Bau einer Brücke dargestellt, wie man das nachhaltig macht. Ich muss eine Sache vielleicht richtigstellen, die Ziele für nachhaltige Entwicklung sind Teil der Kölner Perspektiven und ich werde selbstverständlich auch dafür sorgen, dass die umgesetzt werden. Ich bin mit Thor Zimmermann, und das wundert mich jetzt nicht, der Meinung, dass es ein eigenes Klimaschutzdezernat geben sollte. Sie wissen auch alle, dass die Politik darüber nachdenkt. Das kann man als Oberbürgermeisterin anregen, so wie ich das mit dem Verkehrsdezernat gemacht habe. Das würde es nämlich sonst auch nicht geben. Und damals hat keiner gemeckert, dass die Verwaltung aufgebläht wird, sondern alle haben sofort gesagt, ja, Verkehrsdezernat machen wir. So kann es auch mit einem Klimaschutzdezernat sein. Das kann man ja vielleicht mit Digitalisierung noch verbinden, damit es nicht nur Klimaschutz ist. Werden wir mal gucken nach der Wahl, wie das geht. Ich bin nicht einer Meinung mit Ihnen, Thor Zimmermann, dass Klimaschutz die höchste Priorität bekommen sollte. Dann können wir nämlich keine Schule mehr bauen und keine Fläche mehr versiegeln. Wir kommen gleich zu den ordnungsrechtlichen Maßnahmen. Da kann ich ja vielleicht mal sagen, was ich mir da vorstelle. Ich bin mit Jörg Detjen der Meinung, dass Stadt und Stadtwerke viel enger zusammenarbeiten sollten. Das ist richtig. Wir haben ja jetzt auch ein ganz andere, mit der neuen Kämmerin eine ganz andere Beteiligung aufgesetzt, als wir es vorher hatten. Die Stadtwerke haben in Köln traditionell ein Eigenleben geführt, was nicht immer zu dem führte, dass der Rat mit dem, was die Stadtwerke machte, so hundertprozentig einverstanden war. Aber dazu gehört es natürlich auch dazu, dass die Aufsichtsratsmitglieder, die ja vom Rat entsandt werden, in die Stadtwerke da mitmachen. Also das ist mir wichtig. Es gibt übrigens eine Stelle im Dezernat OB, strategische Steuerung, Nachhaltigkeit. Ich habe im Vorgriff jetzt auf diese Unterhaltung auch gefragt, was ist damit? Wer ist das im Moment? Zwei frühere Amtsinhaber kenne ich. Derzeit ist die Stelle nicht besetzt. Der Amtsinhaber hat sich wegbeworben. Das ist aber im Besetzungsverfahren. Also es geht weiter, wenn auch uns allen nicht schnell genug. Das ist meine Beantwortung jetzt erstmal der ersten Frage. Die zweite Frage würde ich so beantworten, dass natürlich, das wissen wir alle, um die Kölner Klimaschutzziele zu erreichen, und da geht es vielen eben nicht schnell genug, also bis 2030 zu erreichen, müssen wir ja jedes Jahr 3,9 Millionen Tonnen Kohlendioxid einsparen. Und das ist ist natürlich eine Riesenherausforderung. Und das kann nicht die Stadt alleine, sondern das ist nur möglich mit allen Beteiligten, mit der Stadtbevölkerung. Das ist dann eine Frage der Akzeptanz. Nicht nur in der Stadt, Thor Zimmermann, sondern auch bei allen Unternehmen. Wir haben ja den Klimarat als Berater der Verwaltung eingerichtet. Es gibt übrigens bei der Stadt keine geheimen Gremien. Das ist eine Legende. Jeder, der informiert ist, wusste, dass das so war. Es ist richtig und gut. Und darum haben wir das ja auch mitgeteilt, dann wie der zusammengesetzt ist, dass das um die Gewerkschaften, bin mal sehr gespannt, was da beigetragen wird von dem DGB-Vertreter, dass das da noch ergänzt wird. Ich weiß, dass auch Andreas Kosiski möchte, dass die Handwerkerschaft da reinkommt. Die Handwerkerschaft ist da drin, in den Unterarbeitsgruppen, nicht in der letztendlichen Gestaltungsgruppe. Mir ist es wichtig, so viel zu ordnungsrechtlichen und strukturellen Maßnahmen, dass wir weiterführen, die essbare Stadt, die Bienenwiesen, dass wir aber auch ordnungsrechtliche Maßnahmen bezüglich der Dachbegrünung ergeben und auch, was ich ganz wichtig finde, dass auch in Köln die Vorgärten nicht zu betoniert werden oder mit Schotter
zugemacht werden. Das sind alles kleine Maßnahmen, das weiß ich, aber sie sind wichtig. Es ist auch Jörg Nädchen in dem Klimarat der LV Erneuerbare Energien, der ist da drin, also zur Beruhigung, die sind dabei. Und auch die Stadtwerke sowie auch die Stiftung Energieeffizienz, die machen da alle mit und werden die Verwaltung beraten. Und der Rat wird dann darüber entscheiden, nachdem der Umweltausschuss das gesehen hat, was davon umgesetzt werden kann oder nicht. Was wir brauchen, ist eine realistische Klimafolgeneinschätzung unserer Entscheidungen. Und das hat jetzt für mich was mit dem Klimanotstand zu tun. Sie wissen ja alle, dass mir da beim FC und den Gläuler Wiesen eine Kehrtwende vorgeworfen wird. Ich bin der Meinung, man kann auf neue Fragen keine alten Antworten geben. Und deswegen habe ich mich entschlossen, ich wusste, dass das mir wehtut, deswegen habe ich mich entschlossen zu sagen, wir müssen an den Stellen, die unwiederbringlich sind, wie es die Gläuler Wiesen eben sind und wo es andere Möglichkeiten gibt, und da gibt es ja andere Möglichkeiten, da müssen wir unsere Umwelt schützen und das in den Vordergrund stellen und nicht das der Öffentlichkeit entziehen. Ich betreibe ja dieses Bürgerbegehren, und dieses Bürgerbegehren, und da bin ich dann bei Andreas Kosiski, also von jedem finde ich irgendwie etwas wieder, darf nicht dazu führen, dass Energie nicht mehr bezahlbar wird, nicht mehr bezahlbar ist. Dass die Stadt da mit einem großen Eigenanteil reingehen werden muss, um diese Ziele Energieneutralität überhaupt zu erreichen, das ist völlig klar. Aber es muss so gemacht werden, dass die Kölner Bevölkerung darunter nicht so leidet, dass sie die Energien nicht mehr bezahlen kann. Also alles in allem, wir sind noch lange nicht weit genug, da haben Sie alle recht. Aber ich meine, wir sind auf einem guten Weg, und wenn wir begonnene Projekte und mit Ihren vielen Ideen die laufenden Projekte und neue Projekte ergänzen können, glaube ich, dann kann man auch an dieses Ziel kommen. Ich habe gesagt, mein Ziel ist Klimaneutralität bis 2035. Das halte ich auch für realistisch. Unrealistische Forderungen, und das sagt er ja auch, Herr Dr. Arends eben, die möchte ich nicht erheben. Das möchte ich gar nicht. Danke. Vielen Dank. Ja, ich danke auch, Frau Reker. Ich denke, damit haben wir eine Punktlandung gemacht, was sozusagen unser Zeitfenster für die Umfrage angeht. Wir hatten jetzt Zeit noch 10 Minuten, um gewisse Punkte zu diskutieren. Dazu habe ich jetzt hier im Chat Frage an Frau Gabrisch. Wie werden Sie die gesellschaftlichen Gruppen überzeugen, die für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele Abstriche machen müssen, zum Beispiel Pkw-Fahrer und Parkplatzsucher? Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil wir bei den Klimafreunden ja die konsequente Verkehrswende auch als einen ganz wichtigen, entscheidenden Punkt sehen, hin zu Klimaschutz und zu städtischer Transformation als Vorbereitung auf den Klimawandel. Und da haben wir uns natürlich auch Gedanken zu gemacht. Und ich muss sagen, ich bin selbst ja eben mit dieser ganzen Denke in diesem System groß geworden. Ich war selbst, für mich war klar, 17 Führerschein, 18 Auto und ab dafür. So. Das erzähle ich auch immer wieder, weil es, glaube ich, also mir selbst auch immer hilft, wenn Menschen diesen Weg gehen oder schon gegangen sind, den ich auch gerade gehe. Und ich hätte auch noch vor Jahren aufgeschrien, ja, wenn es geheißen hätte, oh, man will mir irgendwie den Parkplatz in der Stadt wegnehmen oder so. Das ist mir wie mit so vielen Sachen, genauso auch wie mit dem Essen, ja, mit dem Fleisch, das man sich nicht wegnehmen lassen möchte, oder die neuen Klamotten, die man shoppen will. Oder so. So ist es auch mit dem Verkehr. Wenn man einmal anfängt, sich dem zu öffnen, dass es auch Alternativen gibt, und das erlebt. Wie gesagt, mittlerweile komme ich seit ein paar Jahren super ohne Auto aus und mir fehlt nichts. So. Ich kann allen nur mit auf den Weg geben. Ich kann das voll verstehen, dass man immer erstmal so Panik kriegt, mir wird was weggenommen, ich muss verzichten, das steht mir doch zu, warum nimmt man mir jetzt etwas weg, das mir doch zusteht. So.
dafür, dass ich auch vielleicht hart gearbeitet habe, ja, gerade im Fall von einem Auto oder bezahltem Parkplatz in der Stadt. Ich kann nur jedem Menschen empfehlen, diese Panik mal so ein bisschen beiseite zu tun und den Widerstand und sich dem Gedanken zu öffnen, dass wir ja alle zusammen im selben Boot sitzen und wir als Stadtgemeinschaft denken müssen. So. Und natürlich darf es auch nicht sein, dass Menschen, die, weil sie systemrelevante Berufe ausüben, weil sie gehbehindert sind und anderes, dass diesen Menschen nicht mehr ermöglicht wird, mit motorisiertem Individualverkehr, für den es dann auch mittel- bis langfristig natürlich Alternativen geben kann. Aber natürlich muss diesen, man schätzt 10-15% Menschen der Bevölkerung in der Stadt, das weiterhin ermöglicht werden. Aber man muss auch mal ganz realistisch sehen, ganz viele Menschen haben gar kein Auto, nutzen gar kein Auto und zahlen ja trotzdem mit. Das heißt, dass die AutofahrerInnen dieser Stadt im Grunde genommen da ein Luxusleben auf Kosten der Gemeinschaft. Und das ist nicht verhältnismäßig. So, die Aufteilung des Stadtraumes ist nicht verhältnismäßig, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen in der Stadt Auto fahren und wie viele nicht. Und das hat auch einen Aspekt natürlich einfach wirklich von sozialer Gerechtigkeit. Das ist, finde ich, was man ganz klar kommunizieren kann, sollte, ja, diesen Menschen auch sagen sollte. Und eben, dass es darum geht, dass unterm Strich der Mensch ist ein Gewohnheitstier, aber man kann seine Gewohnheiten auch ändern. Und gerade Radfahren entschleunigt und ist gesund. Ja, also ich kann das sehr empfehlen, das auszuprobieren, sich darauf einzulassen. Und man gewinnt auch. Jeder Mensch, der in seinem möglichen Rahmen auf Auto verzichtet und auf Fahrrad oder anderes umsteigt, gewinnt auch selber. Okay. Ja, das war jetzt ein sehr ausführliches Statement. Wir hatten bewusst im Vorfeld die Frage Mobilität und auch Stadtentwicklung aus diesem Chat rausgelassen, weil wir denken, dazu finden auch noch eigene spezielle Veranstaltungen statt, wo man sich auch noch dazu eine Meinung bilden kann. Das sozusagen nur zur Erläuterung auch für die Zuhörer. Ich habe hier noch eine Frage, die ist an Frau Reker gerichtet. Ich würde die ehrlich gesagt an alle richten, auch fast mehr mit einem Statement. Köln muss bis 2030 rund 3,9 Millionen Tonnen CO2 reduzieren. Mit den bisher vorgegangenen Maßnahmen ist klar, dass nur ein Bruchteil davon erreicht wird. Sind Sie bereit, auch radikale Maßnahmen zu ergreifen, um das Ziel zu erreichen? Dazu möchte ich ergänzen, habe mich ja auch im Vorfeld nochmal mit den Zahlen beschäftigt, zwischen 1990 und 2009, als das erste Klimaschutzkonzept gemacht wurde, haben wir es geschafft, gut 2 Millionen Tonnen zu reduzieren. Seitdem, bis zum Jahr 2015, waren es ganze 300.000. Und perspektivisch wird es bis 2020, also bis zu diesem Jahr, wenn wir da die Bilanz am Ende des Jahres machen, auch gute 300.000 sein. Wir sind Lichtjahre von diesem Ziel entfernt. Das ist aber eine Frage, die letztendlich an alle Kandidaten geht, so sie denn OB werden. Das Brett ist dick, was gebohrt werden muss. Soll ich als Erste beantworten? Gerne. Ja, also ich habe ja das eben auch gesagt, mir ist das sehr bewusst, dass wir 3,9 Millionen Tonnen Kohlendioxid einsparen müssen, um die Senkung der Treibhausgasemissionen um 50% bis 2030 zu erreichen, nur um 50%. Genau. So, und Sie haben eben ganz richtig gesagt, wir haben ja quasi von 2009 an viel, viel weniger eingespart, als wir auf diesem Weg und hätten einsparen müssen, um diesem Ziel näher zu kommen. Deswegen wird keinem von uns was anderes übrig bleiben, als radikale Maßnahmen zu ergreifen. Und radikale Maßnahmen, das heißt für mich natürlich auch Maßnahmen, die einerseits die Stadtwerke betreffen werden. Aber ich denke, auch da ist, und das hat sicherlich was damit zu tun, dass meine Haltung, wenn auch erst ganz allmählich, da also Einfluss nimmt, dass die Stadtwerke sich bewegen müssen. Wir müssen den Fahrradverkehr ausbauen. Wir wollen den Fahrradverkehr aus ganz anderen Gründen auch ausbauen. Ich fordere genauso, wie, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, Jörg Bethien, das 365-Euro-Ticket, das ist ein Signal, müssen wir mit dem Verkehrsverbund machen. Aber ich habe angefangen mit dem Verkehrskonzept Altstadt zum Beispiel. Ich weiß, dass das ein zartes Pflänzchen ist und ich weiß auch, wie viele Beschwerden dagegen gekommen sind und mit den Fahrradstraßen. Ich habe angefangen, es sichtbar zu machen. Und das müssen wir natürlich ausbauen. Aber der wesentliche Bringer an dieser Stelle
werden die Stadtwerke sein. Das ist einfach so. Das ist einfach so und alles andere, also diese ordnungsrechtlichen und strukturellen Maßnahmen, Dachbegrünung, das wird auch etwas nützen. Man kann ja auch sagen, jeder Neubau hat eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, wenn es geht. Alles das gehört ja dazu. Das sind viele kleine Maßnahmen, die dazu führen, aber es werden schmerzhafte Einschränkungen sein. Ja, eine kleine Korrektur. Dachbegrünung ist im Grunde genommen eine Klimawandel-Anpassungsmaßnahme und keine, die tatsächlich... Hilft aber auch. Ja. Ein bisschen viel, grün ist da drin. Ja, ob okay. Man zwei Parkplätze wegmacht beim Verkehrskonzept Altstadt. Ich meine, ja. Wir haben 120 weggemacht. Hilft ja auch nicht so viel. Okay. Gut, danke schön, Frau Reker. Die Frage sollte aber ausdrücklich laut Fragestellerin auch nochmal an Herrn Zimmermann gehen. Was sagen Sie sozusagen zu dieser Frage, wie radikale Maßnahmen ergriffen werden können? Ja, gerne. Also ich höre auch gerne die Antworten der anderen Teilnehmer dazu, aber wenn Sie mich so direkt fragen, gerne als Erster oder als Zweiter jetzt die Antwort. Ja. Nein, bislang haben wir viel mit Akzeptanz gearbeitet und mit Anreizsystemen und ich glaube, die Zeit ist langsam vorbei. Das funktioniert schlicht und einfach nicht. Wir müssen in der Tat radikale Maßnahmen machen, die auch natürlich dann kommuniziert werden müssen ordentlich, aber wo man einfach doch jetzt dann anfängt, einen mal sanften Druck auszuüben. Also ich möchte ein Beispiel nennen. Für mich gehört eine City-Maut in Köln ganz klar dazu. Das klingt erstmal für viele Leute abschreckend. Wir können aber die auch sozial steuern. Wir können die ausgewogen steuern. Also ein kleiner Ford Fiesta zahlt wenig, ein dicker SUV zahlt viel, wenn er in die Stadt reinfährt. Das kann man alles regeln. Elektro-Wasserstoffautos kommen vielleicht umsonst in die Stadt. Das kann man alles machen. Wir müssen uns nur ein Beispiel, zum Beispiel über, wenn Sie von radikalen Maßnahmen sprechen, über die Zukunft unseres Flughafens Gedanken machen. Aktuell ist er wegen Corona ja sowieso mehr oder weniger am Boden, aber perspektivisch geht das natürlich auch nicht. Der Flughafen ist weiterhin auf Wachstum ausgerichtet. Die Stadt Köln ist die größte Anteilseignerin des Flughafens. Wir müssen dort alle Beschäftigten, aber auch Köln darauf einstellen, dass das so nicht geht. Die Flüge müssen weniger werden. Da wäre zum Beispiel eine erste Maßnahme ganz klar ein Nachtflugverbot für Köln durchsetzen. Und ja, so gibt es eine ganze Reihe radikaler Maßnahmen. Zu den Zahlen ganz kurz nochmal. Wir haben ein Vorschlagspaket bekommen vom Wuppertal-Institut, auch Köln Klimaaktiv 2022. Selbst wenn wir diese Maßnahmen alle umsetzen würden, wo wir ja noch weit entfernt von sind, dann haben wir nur 1%, glaube ich, der notwendigen Reduktion. Ja. Ich muss jetzt leider an einer Stelle was sagen, Herr Dr. Zimmermann. Nachtflugverbot für Passagierflüge bin ich sofort dabei. Das will ich schon seit 10 Jahren. Wenn wir ein Nachtflugverbot für Frachtflüge nehmen, dann sägen wir uns den Ast ab, auf dem dieser Flughafen sitzt. Der ist nicht am Boden, und zwar, weil er den Frachtflug hat. Und der Frachtflug geht nachts. Also da muss man sich überlegen, was man will. Ich denke immer an die 10.000 Arbeitsplätze für Menschen, die nicht so hochqualifiziert sind, die mit dem Flughafen wegfallen. Also das muss man sehr genau überlegen, ob man das riskieren will. Ich bin ja immer der Meinung, Köln ist eine Metropole. Dann ohne Flughafen käme für mich nicht in Frage. Aber ja. Nachtflug für Passagiere bin ich sofort dabei. Gut, wenn ich da ganz kurz darauf antworten darf, weil das so ein klassischer Vorwurf ist. Ja. Da hätte jetzt auch von Herrn Kosiski kommen können. Ja, der hält sich an die Regeln. Weil wir ich wollte es gerade sagen, ja. Nein, danke, Herr Kosiski. Natürlich geht es um die Beschäftigten am Flughafen. Das ist doch vollkommen klar. Aber das ist der Unterschied. Es ist nur fair und transparent, wenn wir die Leute jetzt anfangen, darauf vorzubereiten, dass diese Jobs eventuell keine Perspektive haben. Langfristig. Nicht morgen, nicht mittelfristig, aber langfristig. Das ist das Gleiche wie mit der Kohle. Das ist das Gleiche wie mit Braun- und Steinkohle etc. Da muss eine Transformation stattfinden. Und es ist nur ehrlich, wenn wir die Leute jetzt darauf vorbereiten, wenn wir so tun, als würde es weitergehen, auch mit den Frachtflügen, dann ist das eben ein bisschen... Okay. Vielen Dank, Herr Zimmermann. Vielen Dank an alle für diese erste Runde. Ich denke, es war sehr fair und gut, wie es abgelaufen ist. Fragen, die bei uns im Chat noch aufgelaufen sind, werden wir versuchen, in der Folge noch auch schriftlich zu beantworten, beziehungsweise gegebenenfalls an die Kandidaten auch noch weiterleiten. Ja, damit darf ich zurückgeben an Sabrina Kali, die sozusagen den zweiten Block Menschenrechte und Wirtschaftsförderung moderieren wird.
Genau, ich habe den Ludwig Arends jetzt gerade etwas gedrängt, weil das jetzt mein Zeitfenster ist für die Fragen, die auch sehr wichtig sind. Deswegen war das jetzt irgendwie schwierig, irgendwie auf der einen Seite allen nochmal das Wort zu geben und dann aber immer wieder auf die Uhr zu gucken. Und das war jetzt, das nehme ich ganz ehrlich auf meine Kappe, weil ich gesagt habe, ich habe hier Themen, die mir auch brennen und die mir wichtig sind. Und da möchte ich gerne auch die Zeit für haben, die wir eingeplant hatten. Das nehme ich jetzt auf meine Kappe hier. Genau, wir wollen nämlich nicht nur über die ökologische Dimension sprechen, die sehr wichtig ist. Uns ist es aber genauso wichtig, im Bündnis, im Allerweltshaus, in meiner Arbeit, eben auch über soziale Perspektiven, soziale Nachhaltigkeit zu sprechen und auch wirtschaftliche Aspekte, die ja sehr eng verknüpft sind mit der ökologischen und der sozialen Perspektive. Deswegen haben wir uns jetzt noch einen zweiten Themenblock ausgedacht, für den wir auch zwei Fragen vorbereitet haben. Und wir gehen da auch die Reihe durch, fangen aber diesmal mit Frau Reker an. Und zwar haben wir den ersten Themenschwerpunkt, über den wir jetzt sprechen wollen. Das ist das Thema Nachhaltigkeit und Menschenrechte. Denn in den 17 Nachhaltigkeitszielen, über die wir heute ja gesprochen haben, wird insgesamt wenig Menschenrechtssprache verwendet. Doch die meisten der Ziele korrespondieren auch mit den Menschenrechten und beinhalten Kernelemente dieser Menschenrechte. Außerdem macht die Agenda 2030 in ihrer Präambel klar, dass diese Nachhaltigkeitsziele darauf gerichtet sind, die Menschenrechte für alle zu verwirklichen. Das gilt global und hat somit auch eine Relevanz für die Stadt Köln. So verbindet die Menschenrechte und die Umsetzung von Nachhaltigkeit beispielsweise eine Welt, in der alle Frauen und Mädchen volle Gleichstellung genießen und allen rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen Schranken für ihre Selbstbestimmung aus dem Weg geräumt sind. Außerdem inklusives Handeln und Ausgrenzung, die unterbunden werden soll, soziale Teilhabe zu ermöglichen. In der Agenda 2030 geht es nämlich vor allen Dingen auch darum, niemanden zurückzulassen. Das ist bekannt unter dem Hashtag Leave No One Behind. Und vor allem diejenigen zu stärken, die besonders verwundbar sind. Kinder, Menschen mit Behinderung, ältere Menschen, Geflüchtete und so weiter. Wir sehen, die Verknüpfung zwischen sozialer Nachhaltigkeit und Menschenrechte ist sehr vielfältig. Nun möchten wir von Ihnen wissen, Frau Reker, ich richte die Frage an Sie. Welche Maßnahmen würden Sie in der Stadt Köln, in der soziale Ungleichheit, Armut und Exklusion wachsen, umsetzen, um dafür zu sorgen, dass die Rechte aller in Köln lebenden Menschen verwirklicht werden? Ja, also zunächst mal zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung. Da sind für mich, also ein Drittel sind schon Menschenrechte, weil Bildung ist für mich ein Menschenrecht und auch, dass Mädchen und Frauen, also nur jetzt, ich greife das jetzt mal raus, dass Mädchen und Frauen genauso leben können wie Männer, das ist, oder jedes Geschlecht, ja, das ist für mich also Menschenrecht. Darum sage ich mal, ein Drittel der Ziele sind für mich Menschenrechte, mindestens. Für mich ist wichtig, dass das durchgesetzt wird, gesellschaftliche und politische Teilhabe für alle Bevölkerungsgruppen. Und ich finde auch, eine Stadt muss sich daran messen lassen, wie sie mit denen umgeht, die eben arm sind, die an die Ränder der Gesellschaft aus Gründen gedrängt werden, von denen, die wir jetzt nicht benennen können. Besonders am Herzen liegen mir die Kinder, weil in den Kindern ist die Zukunft für diese Stadt. Und wir haben es in den letzten Jahren ja erreicht, dass das Thema Kinderrechte eine stärkere Betonung hat. Wir haben im vorigen Jahr einen großen Kongress gemacht, Child Friendly City. Ich habe jetzt gerade dafür gestimmt, dass Kinderrechte als Grundrechte aufgenommen werden. Wir sind kinderfreundliche Kommune. Einverstanden, das ist ein Siegel, was sozusagen uns auffordert, so zu werden, wie wir sein wollen. Aber das ist eben auch eine Haltung der Stadtverwaltung, die umgesetzt wird jetzt. Wir haben ein Kinder- und Jugendbüro, wir werden Jugendforen einrichten in den einzelnen Bezirken. Und wichtig ist eben, dass mir ist immer wichtig, dass nur derjenige oder diejenige kennt, sie auch durchsetzen kann. Dazu hilft uns das Kinder- und Jugendbüro,
Das wollen wir in Zukunft auch mobil gestalten und nicht nur am Altermarkt haben, weil zum Altermarkt kommen zwar viele Touristen, aber vielleicht nicht so viele Kinder. Und mir ist ganz wichtig, und das ist mir ja gelungen, das Amt für Integration und Vielfalt in meinen Bereich einzurichten. Integration ist ein Riesenthema für Köln. Und ich konnte jetzt, nachdem ich mit den Kolleginnen und Kollegen gesprochen habe, sehen, was es doch für einen Unterschied macht, dass ich dieses Amt zu mir in den OB-Bereich geholt habe. Uns ist gelungen, Bleiberechtsprojekt für langzeitgeduldete Menschen, das werden wir weiterführen, auch für Geflüchtete. Wir haben einen neuen Arbeitskreis, barrierefreies Köln. Aber wir werden auch weiterarbeiten an dem Beschaffungswesen für Nachhaltigkeit. Dieses Beschaffungswesen wurde eben von irgendeinem angesprochen. Dieses Beschaffungswesen kann dann nur funktionieren, wenn man schon bei der Ausschreibung des Pächters für die Kantine, also fürs Peter, fürs Henkelmännchen, wenn man da schon jemanden nimmt, der fair ausschreibt und dass Ausschreibungen nicht auf wirtschaftlicher Grundlage gemacht werden, sondern dass man immer das Billigste nimmt, das ist Schnee von gestern. Es gibt ja sogar für die Sachbearbeiter, die ausschreiben, eine Checkliste, um, damit sie begründen können. Damit nämlich dann nicht, Herr Detjen, das geht jetzt an Sie, das Rechnungsprüfungsamt kommt und sagt, ihr hättet ja, ihr müsst das jetzt begründen. Das machen wir jetzt anders. Wir können jetzt die Kollegen unterstützen, das Wirtschaftlichste zu nehmen. Und das Wirtschaftlichste ist für uns alle auch immer verbunden mit der Haltung, es muss nachhaltig sein, weil nachhaltig ist wirtschaftlich. Wir dürfen eben nicht über die wir müssen eben über die Ratsperiode hinausdenken. Wahrscheinlich müssen wir alle über unser eigenes Leben hinausdenken, damit diese Welt noch weiter existieren kann. Wir bringen dieses Thema auch bei den Städtepartnerschaften ein. Wir werden das noch mehr bei den Städtepartnerschaften einbringen. Es ist jetzt gerade eine Vorlage in Arbeit, die von dem Rat, noch von diesem Rat beschlossen werden soll. Der hat sie nämlich bestellt zu den Städtepartnerschaften. Wir haben viele nachhaltige Projekte, Klimapartnerschaften mit Corinto, mit Rio de Janeiro, Nicaragua und Projekte für eine nachhaltige Entwicklung. Also super. Das wäre zunächst mal mein Statement. Okay, vielen Dank. Ich würde dann jetzt noch das zweite Thema mit einbeziehen und auch erstmal an Sie richten, bevor wir dann weitergehen. Und zwar beeinflusst die soziale und die ökologische Nachhaltigkeit ja auch das Wirtschaften. Und wir möchten jetzt die enge Verknüpfung nochmal von verschiedenen Perspektiven aufgreifen und das Thema nachhaltige Wirtschaftspolitik beleuchten. Denn Kommunen sind entscheidende Akteure bei der räumlichen und funktionalen Umsetzung von Nachhaltigkeit. Und die Gestaltung des Wirtschaftsstandorts spielt dabei eine große Rolle. Zwischen Wirtschafts- und Sozialpolitik besteht ein enger Zusammenhang und dieser muss für die Zukunftsentwicklung des Wirtschaftsstandortes stärker an Nachhaltigkeit in umfassenden, also nicht nur im ökonomischen Sinne, orientiert werden. Denn nur so kann eine den Bedürfnissen der Menschen dienende Wirtschaft als Grundlage für eine gelingende Gesellschaft dienen. Beispielhaft wäre da zum Beispiel zu nennen eine nachhaltige Industrialisierung, kleinere Betriebe und Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften und gemeinwohlorientiert agieren oder menschenwürdige Arbeitsbedingungen schaffen. Deshalb ist unsere Frage zu diesem Thema erstmal an Sie, Frau Reker. Welchen Veränderungsbedarf sehen Sie, um eine kommunale, zukunftsfähige Wirtschaftspolitik zu schaffen, die nachhaltige Unternehmen und kleinere regionale Betriebe fördert, die sich an Nachhaltigkeit ausrichten? Ja, also da gibt es viele Möglichkeiten. Köln ist ja seit einigen Jahren schon sehr stark in der Start-up-Förderung. Und ich möchte Köln zu einem Hub auch für ökosoziale Wirtschafts- und Industrieprojekte entwickeln. Das ist bei der Wirtschaftsförderung jetzt angesiedelt. Da gibt es Beratungsmöglichkeiten, genau da, wo die Start-up-Förderung ist. Ich bin darüber hinaus ja immer der Meinung, ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt, das funktioniert,
wenn es uns gelingt, auch bei den Kölnerinnen und Kölnern eine hohe Akzeptanz zu finden. Deswegen Fridays for Future hat uns ja ein Stück weit den Boden bereitet. Das muss man einfach sagen, Herr Dr. Ahrens. Die haben uns sehr geholfen, weil politische Entscheidungen kommen immer auf großen gesellschaftlichen Druck zustande und den haben die jungen Leute gemacht. Ich meine, wir müssen sowas entwickeln wie Citizen Entrepreneurship. Ja? So, also jeder Einzelne muss sich irgendwie dazu committen, das zu leben. Also wir sind sicherlich alle inzwischen so, dass wir nachdenken, kurze Wege nicht mit dem Auto zurückzulegen. Wir sind alle so, dass wir keine Plastiktüte oder keine Plastikflaschen mehr nehmen und bei Glasflaschen darüber nachdenken, ob es wirklich nötig ist, ob man nicht das Kranwasser trinken kann. Das Wasser von Köln ist nämlich gut. Haben schon die Blackfish vor 30 Jahren gesungen. Also, aber glauben Sie nicht, dass es noch... Wichtig, dass wir Firmen finden und in die investieren, die nachhaltig sind. Handwerkerhöfe, wie es einen im Kölner Norden schon gibt. Gestern ist mir eine gute Idee unterbreitet worden von einer Tauschbörse. Wir haben alle genug Klamotten im Schrank. Wir müssen im Grunde, keiner von uns hat auch mehr großen Spaß daran, so sich was Neues zu kaufen, wenn es nicht sein muss. Manche Dinge verschleißen, die muss man ersetzen. Aber sonst gibt es auch Tausch. Welche Anreize könnten denn noch gesetzt werden für solche Unternehmen, dass sie sich hier in Köln ansiedeln? Haben Sie da? Naja, die Startups werden ja gefördert bei uns. Mhm. Und die müssen natürlich gefördert werden. Und Sie wissen ja selbst, Frau Kalli, dass Sie waren ja dabei, dass mir Klug e.V. da mit dem Transformationshaus gut gefallen hat. Also da sind wir ja auf dem Weg in eine Umsetzung. Das muss von solchen Zentren ausgehen. Aber ich muss noch mal sagen, ich bin einfach so ein Verfechter auch von Citizen Entrepreneurship. Mhm. Nicht nur davon, dass die Stadt alles macht. Wir können Anreize bei den kommunalen Beteiligungsunternehmen setzen. Wir können beispielsweise die Treibhausgasemissionen bilanzieren. Wir können ein Mikrodepot-Konzept für Straßengüterverkehr mit Verteilgrenzen in den Stadtbereichen ansiedeln. Lastenfahrräderförderung hatten wir, wird weitergehen. Okay. Danke. Ich kann jetzt noch eine halbe Stunde weiterreden, das bringt jetzt nicht mehr viel. Alles klar, Andi, das waren ja schon einige wichtige Punkte, die Sie da aufgebracht haben. Und ich würde das Wort dann weitergeben. Vielen Dank, Frau Reker, dass Sie dabei waren und gebe das Wort an Herrn Kosiski ab, damit wir auch mit Ihnen die beiden Themen, die wir hier gerade besprechen, noch beantwortet bekommen und würde jetzt noch mal rüber switchen zum Thema Menschenrechte und Nachhaltigkeit, um noch mal auf das Thema Inklusion, Gendergleichheit oder Kinderrechte sprechen zu kommen. Deshalb die Frage an Sie, welche Maßnahmen Sie in Köln umsetzen würden, um soziale Ungleichheit, Armut, Exklusion zu reduzieren und dass die Rechte aller in Köln lebenden Menschen verwirklicht werden können? Ich möchte gerne dazu beitragen als OB, dass Köln eine Stadt der Menschenrechte wird, und zwar mit konkreten Maßnahmen. Wenn ich mal das Beispiel aufnehme der Städtepartnerschaften und das Beispiel Rio, das ich nun sehr gut kenne, weil ich das mitgegründet habe, wenn ich mir jetzt ansehe, was in Brasilien und in dieser Stadt passiert an Missachtung von Menschenrechten, wo Menschen, die Corona haben, wie die Fliegen sterben, ich kann es nicht anders sagen, ich bekomme diese Mitteilung aus meiner Familie, dann würde ich mir wünschen, dass die Stadt Köln nicht nur über ökologische oder nachhaltige Projekte nachdenkt, sondern dass wir zusammen vielleicht mal überlegen, gemeinsam, weil ich immer noch davon ausgehe, dass alle, die hier am Tisch sitzen, die gleiche Richtung haben wollen und dass wir die Menschenrechte vernünftig umsetzen und dass wir da vielleicht auch mal Signale in unsere Partnerschaft stehende geben, dass das eingehalten wird. Die ganzen Gruppen, ich fange jetzt nicht an, alle zu hier benennen, weil immer die Gefahr besteht, man ist eine wichtige Gruppe. Ich möchte, dass alle die Menschen, die da unter diesen Begriff kommen oder sich darunter wiederfinden, dass sie rassismusfrei, dass sie diskriminierungsfrei in dieser Stadt leben können. Ich höre im Moment in einigen Bereichen andere Beispiele und da hängt es schon ab, welche Postleitzahl man in dieser Stadt hat, welche Buchstaben man im Namen hat oder welcher Religion man angehört. Und das betrifft nicht nur Islam, das betrifft ja auch die jüdische Gemeinde. Also es geht weit, die Decke der Demokratie ist sehr dünn und wir haben als Politik
wirklich auch da überhaupt kein Erkenntnisproblem, sondern wir müssen jetzt wirklich mal die Ansätze, die überall funktionieren, umsetzen in konkrete Maßnahmen. Also ganz konkret, ich möchte, dass in der Stadt Kümmererbüros Strukturen, also flächendeckend Strukturen entstehen, wo Menschen sich dran wenden können. Ich möchte, dass in der Stadtverwaltung ein Bewusstsein hergestellt wird, auch im Kontakt mit Menschen, eine Sensibilität über Fluchthintergründe, über Traumatisierung, über all das. Und das müssen wir mit unterschiedlichsten Maßnahmen gemeinsam nach vorne bringen. Das halte ich für sehr wichtig und für unwahrscheinlich notwendig, um den Zusammenhalt der ganzen Stadt. Und das ist mir auch nochmal wichtig. Also hier sind teilweise Sichtweisen, die ich alle unterschreibe. Die beziehen sich aber auf bestimmte Situationen in der Stadt. Und ich sehe das wirklich für alle in der Stadt. Und Maßnahmen zu finden, dass man, wenn man Migrationshintergrund hat, dass man wirklich auch überall Wohnungen bekommen kann, die man bezahlen kann, aber dass man überhaupt Wohnungen bekommen kann. Und das auch deutlich zu machen, dass die Stadt und wir als Politik uns da entsprechend mit vernünftig einsetzen müssen. So, das zu dem Thema Menschenrechte, das Kümmerernbüro, ich nenne das mal einfach so, weil wir müssen uns um die Menschen kümmern. Und der letzte Satz dazu, weil ich auch hier sehr kurz sein möchte, um vielleicht mal Fragen zu beantworten, ist die Sache, wir reden über Inklusion. Und ich empfange jetzt die Mitteilung und auch die Diskussionen aus den entsprechenden Kreisen, auch aus dem Integrationsrat, dass es darum geht, wir wollen nicht eine integrative Gesellschaft, wir wollen eine inklusive Gesellschaft haben, wo alle das mit einbauen. Und dafür müssen wir gemeinsam im Rat und mit unter Führung eines Oberbürgermeisters die notwendigen Schritte hier finden und machen. Und zwar jetzt nicht mit einem fertigen Programm am Anfang, sondern vor allen Dingen auch mit den Menschen, die es betrifft, auf Augenhöhe. Die Wertschätzung, wir haben einen Integrationsrat, den kann man weiter schärfen, die muss man weiter schärfen. Da müssen auch, ich glaube, 170 Nationalitäten leben in dieser Stadt mit unterschiedlichen Biografien, mit unterschiedlichen hier Erlebnissen. Ich habe mit einer jungen Eritreerin, eine Kölnerin, eine Bickendorferin, die in eritreische Wurzeln hat, die mir über Alltagsrassismus in dieser Stadt berichtet hat. Und das sind Sachen, wir gucken immer woanders hin, das müssen wir auch. Aber ich glaube, in dieser Stadt ist noch viel zu tun. Und das geht auch für das Verhältnis von Verwaltung, von Politik, mit diesen Menschen. Und da würde ich konkret mit den Menschen solche Projekte entwickeln. Diese Kümmererbüros sind die erste Stufe dazu. Mhm, super, vielen Dank. Es gibt ja auch sehr viele interkulturelle Zentren in Köln. Mit dem Hut sitze ich ja auch da. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, da nochmal vielleicht einen Fokus drauf zu setzen. Vielleicht, um das nochmal zu ergänzen. Also keine, ich sehe das nicht nur als Möglichkeit, Entschuldigung, ich halte das als Notwendigkeit. Ja. Ich glaube, wir müssen das machen. Ja, okay, alles klar, danke. Was müssen wir machen? Nur, dass es auch getan wird. Was müssen wir machen? Wir fördern die interkulturellen Zentren. Also ich halte mich weiter an die Regeln. Ja. Ich hab verstanden, dass wir in diesem Format uns nicht untereinander streiten. Ich möchte es gerne verstehen. Dann erkläre ich das nochmal, aber nicht jetzt. Ich möchte gerne, dass wir weiterkommen. Ich habe eine zweite Frage. Ich habe auch bis jetzt niemanden unterbrochen. Und ich finde das eigentlich ganz toll, dass wir uns austauschen können und dass wir nicht in politische Reflexe wieder zurückfallen, sondern dass hier jeder das sagen kann. Und diese ganzen Themen müssen auch natürlich geschärft und auch hier tiefenmäßig ausgeformuliert werden. Aber das ist nicht das Format dazu, sondern hier haben 5 Menschen die Möglichkeit, ihre Position darzustellen. Und ich möchte gerne jetzt an der zweiten Frage weitermachen. Gut, dann machen wir das gerne. Genau, zum Thema Wirtschaftspolitik, dass wir das jetzt auch nochmal aufgreifen als eine Dimension von Nachhaltigkeit. Und welchen Veränderungsbedarf sehen Sie, um nachhaltige Unternehmen und kleinere regionale Betriebe zu fördern, die vielleicht auch gemeinwohlorientiert in Köln agieren? Also es wird Sie sicherlich hier erstaunen, ich war ja fast 9 Jahre DGB-Chef und das Thema gute Arbeit, das heißt tarifgebundene, sozialversicherungspflichtige Jobs, das ist für mich ein Merkmal, was Firmen, die mit der Stadt in irgendein Vertragsverhältnis kommen, schon mal als Mindestmaß haben müssen. Wenn sie darüber hinaus, wenn man sie verpflichten kann, dass sie bei der Umsetzung von Projekten auch die Nachhaltigkeit, die Zukunftsfähigkeit, ökologische Sachen mit einbauen können, dann sind das Firmen, die eben nicht die billigsten sind, sondern die dann, was wir vorhin schon mal diskutiert haben, im wirtschaftlichen Bereich, ökologischen Bereich nach vorne gehen müssen. Und ich komme nochmal auf die Veranstaltung bei der Handwerkskammer zurück, auf die Frage dort, wollen die Handwerker das in Köln, können die das? Ja, sie können es. Also wir haben das Potenzial bereits hier in der Stadt
um bestimmte Schritte, die den ökologischen Wandel, den Klimawandel aufhalten oder vielleicht auch umkehren über längere Fristen, die Potenziale haben wir hier. Und ich sage das deswegen, weil ich nicht gegen Startups bin. Ich bin auch absolut nicht gegen eine Digitalisierung. Ich glaube, dass wir Digitalisierung unbedingt brauchen. Das hat das Corona gezeigt. Aber wir brauchen sie zielgerichtet und wir brauchen sie als Einsatz, um hier Industrie und Handwerk und das normale, ja, häusliche Leben auch neu zu gestalten und es auch in die Richtung ökologischer zu machen. Aber wir brauchen weiterhin, und zum Glück sage ich, zum Glück, haben wir immer noch eine 20-prozentige Wertschöpfung durch Industrie und Gewerbe und Handel in dieser Stadt mit vielen tausend Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Ich erwarte, dass wir diese Industrie, mit der in den Diskurs gehen, dass wir mit den hier Menschen dort, mit den Gewerkschaften, mit den Vorständen, dass wir jeden einzelnen Betrieb fragen, was kannst du, was könnt ihr dazu beitragen, dass wir kürzere Wege haben, dass eure Produktion ökologischer ist, dass die Menschen, die dort arbeiten, an einer Stelle arbeiten, die zukunftsgerichtet ist und die unsere Umwelt nicht weiter kaputt macht. Das wird nicht in jedem Bereich 100% passieren, aber ich glaube, dass die Menschen in den Betrieben und auch die zumindest Handwerker und Handel, aber auch alle Großbetriebe, die ich erkenne, sind gewillt, das mit umzusetzen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir alle als Kunden immer mehr darauf gucken müssen und gucken werden, wie werden diese Produkte hergestellt, in welchem Zusammenhang. Tolle, super Projekte oder Produkte, die irgendwo aus der dritten, ich sage das Wort jetzt mal, aus der dritten Welt kommen oder und mit Kinderarbeit gemacht worden sind oder unter Voraussetzungen sind, die ich als Gewerkschafter absolut nicht tolerieren kann, die dürfen nicht mehr in einem Arbeits- oder Vertragsverhältnis mit der Stadt sein. Das muss man klar und deutlich verhindern. Das heißt, wir haben da viel zu tun mit den Leuten. Das ist mein Credo durch alle diese Themen durch. Ich hätte auch vorhin zu dem Thema radikale Maßnahmen gesagt, da würde ich mich gegen wehren, weil radikale Maßnahmen ist das Ende. Dann hat man verloren. Aber auf dem Weg dahin, und ich bin immer noch davon, ich bin da eher optimistisch, dass man, wenn man Menschen davon überzeugt, dass wir das gemeinsam machen müssen, dann schaffen wir das auch. Punkt. Okay. Alles klar. Ja, vielen Dank. Das war auch eine zeitliche Punktlandung. Dankeschön dafür auch, für das Statement. Ich gebe dann das Wort ab an Herr Detjen. Ja. Und auch wir haben zwei Fragen für Sie und switchen jetzt nochmal zum Thema Menschenrechte und greifen da auch die Frage an Sie auf, welche Maßnahmen Sie umsetzen würden in der Stadt Köln, in der soziale Ungleichheit, Armut und Exklusion wachsen. Und wie würden Sie dafür sorgen, dass die Rechte aller in Köln lebenden Menschen verwirklicht werden? Also ich würde Köln zur Stadt der Menschenrechte machen, und zwar nach dem Vorbild von Wien. Da gibt es so ein Konzept, das beinhaltet dann, dass alle Kölnerinnen und Kölner im Prinzip die gleichen Rechte haben, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus oder von ihrer Herkunft. Das wäre sozusagen die Grundthese von diesem Stadt der Menschenrechte. Damit können alle Menschen alle städtischen Leistungen und den Schutz der Gemeinschaft in Anspruch nehmen. Da muss man zum Beispiel darüber überlegen, ob diese Menschen dann einen Kölner Pass bekommen. Das sind ja alles Möglichkeiten, die man ergreifen kann. Mir geht es darum, dass wir eine Art, ich sage das mal, kommunale Außenpolitik entwickeln müssten. Das ist mehr als das, was mit den Städtepartnerschaften läuft, was ja gut läuft. Aber wir müssen da noch mal innovativer sein. Und ich möchte das mal an einem Beispiel deutlich machen. In Sachen der Türkei habe ich auch mit Unterstützung von der Oberbürgermeisterin, aber vor allem von Wolf Mützenich, Anke Brunn, Günter Wallraff, haben wir so ein Konzept entwickelt, den neuen Solidaritätsgedanken entwickelt, der ungefähr so heißen würde, Kölner helfen inhaftierte Kölner im Ausland. So nenne ich das mal. So eine Art städtische Fürsorgepflicht im Ausland zu entwickeln. Ja. Das zum Beispiel halte ich für einen neuen Gedanken in so einem Rahmen einer kommunalen Außenpolitik. Ich gebe zu, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Das ist völlig klar. Das ist nicht die Lösung aller Probleme, aber es ist ein neuer Gedanke in der Diskussion. Und ich meine, dass wir auch als Stadt Köln Menschen aus dem Mittelmeer aufnehmen müssen. Da gibt es ja auch verschiedene Aktivitäten und Diskussionszusammenhang. Aber ich glaube, wir müssen da auch innovativer sein. Warum ist es nicht möglich, dass Geflüchtete, die in Griechenland
festsitzen, nicht weiterkommen, dass die Stadt sagt, oh, wir laden da jetzt mal 5 Leute oder 10 Leute mal ein, die machen ein Praktikum bei der Stadt Köln für 1 oder 2 Jahre. Das wäre doch zum Beispiel mal eine Möglichkeit, wie man das entwickeln kann. Oder die Stadt Köln oder ein entsprechender Verein nimmt eine Patenschaft mit einem Flüchtlingsschiff auf. Das vielleicht nur ganz zu dem Thema. Menschenwürdige Unterbringung für Geflüchtete finde ich in dem Zusammenhang auch einen wichtigen Punkt. Wenn wir jetzt die Diskussion sehen, die Unterbringung der Kolleginnen und Kollegen in der Landwirtschaft, aber auch der Beschäftigten in der Fleischindustrie, ist da ja eine bitter notwendige Veränderung eingetreten, die ich im Prinzip richtig finde. Aber warum haben wir dann immer noch Einrichtungen von Geflüchteten in Köln, wo es eben diesen Abstand nicht gibt, wo es Doppelzimmer gibt? Das Gleiche haben wir auch bei Obdachlosen. Deswegen sage ich, auch da muss eine Veränderung eintreten. Deswegen würde ich als Oberbürgermeister die Herkulesstraße schließen und die Mündelstraße schließen und würde diese beiden Flüchtlingseinrichtungen überarbeiten, sanieren, um dieses Problem Abstand halten zu entwickeln. Ich glaube, Abstand halten sollte man mal überlegen, ob das nicht eine Art Grundrecht ist, was man einführen soll. Ich sage das mal etwas locker und darüber eine neue Diskussion über die Frage von Rechten, von sozialen Rechten, die auch allen zugesteht, entwickeln sollen. Das vielleicht zu dem Punkt. Und letzter Gedanke, Behinderte. Wir hatten das Phänomen, das ist jetzt keine Schuldzuweisung, wir hatten in Behinderteneinrichtungen in Köln das Problem, am Anfang der Pandemie, da gab es keine Schutzeinrichtung, Schutzkleider für die Behinderten, aber auch nicht für die Pflegerinnen und Pfleger. Und das war ein Problem. Auch da müssen wir etwas sensibler und klüger agieren, dass eben halt beim Behinderten, im Bereich der Behindertenpolitik oder der Behindertenbereich, die Menschen sich umarmen und so weiter. Das ist völlig gut, das ist auch schön so, auch eine Art Therapie. Und deswegen muss man das auch entsprechend berücksichtigen. Das vielleicht von mir zu dem Block 1. Okay, super, vielen Dank. Dann kommen wir zu der zweiten Frage zum Thema nachhaltiges Wirtschaften und die kommunale Wirtschaftspolitik. Und die Frage an Sie, welchen Veränderungsbedarf Sie sehen, um eine kommunale, zukunftsfähige Wirtschaftspolitik zu schaffen, die kleinere, nachhaltige Unternehmen fördert, die ihr Handeln auch an Nachhaltigkeitskriterien ausrichten? Ich habe ja in meinem Programm als Oberbürgermeister den Gedanken entwickelt und das auch vorgestellt, dass ich gesagt habe, wir brauchen ein kommunales Investitionsprogramm. Da verstehe ich darunter, dass wir die Ressourcen, die wir haben, sowohl bei der Stadt wie auch bei der Stadtwerke, dass wir diese Ressourcen bündeln, zusammenbringen. Also ich meine jetzt nicht, wir müssen da irgendwie riesige Kredite aufnehmen, wir werden eine schwierige Entwicklung haben, das wird gar nicht möglich sein. Aber mir geht es darum, Ressourcen zu sammeln. Da gibt es die Dächer, die Stadt hat oder die Stadtwerke, die man als Ressource betrachten kann. Da gibt es den Grund und Boden, das ist eine Ressource. Und diese Ressourcen muss man mit so einem kommunalen Investitionsprogramm einsetzen. Und darüber können erneuerbare Energien geschaffen werden, neue ausgebaut werden. Die städtischen Kliniken können erhalten werden und neuer Wohnraum kann entwickelt werden. Und wenn ich habe mir das auch nochmal unter dem Gesichtspunkt der GSD angeguckt, und das ist ja Ihre Broschüre, die Sie rausgebracht haben. Ist das der Bereich Armut, das ist GRD 1, dann 3 Gesundheit, 7 Energie, 8 Arbeit, 9 Industrie, 10 Ungleichheit, 11 nachhaltige Stadt und 13 Klimaschutz. Also das würde dieser Sache entsprechen, dieses kommunale Investitionsprogramm. Und ich finde es total spannend. Ich war völlig überrascht, dass die Fridays in ihrem neuen Programm genau diesen Gedanken auch haben. Nämlich, dass sie sagen, wir brauchen ein Investitionsprogramm von 6 Milliarden Euro für Klimaneutralität bis zum Jahre 2030. Das ist so ein anderes Konzept, aber im Prinzip geht das in die gleiche Richtung. Und das finde ich eine spannende Diskussion, die man entwickeln müsste. Und wir müssen aber auch Arbeitsplätze
entwickeln und schaffen und müssen das Problem auch erkennen. Die Stadt normalerweise als Kommune Einfluss auf die Wirtschaft zu nehmen, ist sehr schwer. Also das ist sehr kompliziert und der Einfluss ist sehr gering. Wir haben jetzt aber eine Veränderung. Wir haben die Situation, wir haben Arbeitsplatzabbau bei Ford, Kaufhof, Deutz. Wir haben das Rheinische Revier. Das heißt, die Kommunalpolitik muss sich in Sachen Wirtschaftspolitik nochmal neu besinnen und wie können wir da agieren, und da ist eben dieses Investitionsprogramm eine Möglichkeit, Arbeitsplätze zu schaffen, nachhaltige, kleine, für regionale Unternehmen. Und trotzdem muss man die große Industrie fest im Auge haben. Die Kommune kann die große Industrie in dem Sinn nicht finanziell fördern. Da gibt es Kleinigkeiten, wo man was machen kann. Aber man kann sich dafür interessieren. Und deswegen muss ich sagen, bin ich sehr eng im Diskussionsprozess mit dem Ford-Betriebsrat, mit der IG Metall, aber auch mit dem DGB. Also da gibt es enge Dialoge. Okay. Und da gibt es auch Überlegungen und Strategie für eine nachhaltige Wirtschaftspolitik. Und diese Akteure muss man an den Tisch bringen. Und da glaube ich, ist das kommunale Investitionsprogramm, ist da ein Weg. Dankeschön. Alles klar. Gut, alles klar, dankeschön. Dann gehe ich direkt rüber, damit wir in der Zeit bleiben und auch noch Fragen aus dem Publikum später stellen können. Und gebe das Wort direkt ab an Thor Zimmermann zum Thema Menschenrechte und frage Sie, welche Maßnahmen Sie umsetzen würden, um soziale Ungleichheit, Armut und Exklusion zu reduzieren und damit alle Rechte der in Köln lebenden Menschen verwirklicht werden können. Ja, ich möchte zunächst mal tatsächlich auch auf Köln Bezug nehmen, bevor ich dann gleich auch noch mal was zu der Außenpolitik sage, wie Jörg Gretchen es gerade formuliert hat. Es ist klar, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist die Maxime unseres Handelns. Ich bin seit jetzt 11 Jahren im Rat. Und ich bin natürlich nur in einzelnen Ausschüssen vertreten, aber ich kann mal so ein bisschen berichten aus dem, wie ich diese Themen aus Ratsperspektive wahrnehme. Und da haben Sie vollkommen recht, Menschenrechte, aber auch soziale Themen gehen im Rat relativ unter. Wir unterhalten uns sehr viel über Verkehr und Umweltschutz, alles sehr, sehr wichtig. Wir unterhalten uns auch über Bildung, ist natürlich auch ein Menschenrechtsthema, und also Schulbau etc. Aber die Armut, die klassische Armut in Köln, ist eigentlich im Rat ein Randthema, leider. Auch solche anderen Themen wie Obdachlosigkeit ist auch ein Randthema. Bei Wohnen sieht es ein bisschen anders aus, also ein Recht sozusagen auf menschenwürdiges Wohnen, Leben, bezahlbares Wohnen, das diskutieren wir schon hin und wieder. Dann beziehen Sie sich mal, was Sie für Maßnahmen treffen würden, damit das besser wird. Damit das besser wird. Ja, ich bin sehr gespannt auf den Lebenslagenbericht. Den haben wir ja nun auch beschlossen, angefordert von der Verwaltung. Der sollte eigentlich kommen. Da ist es, glaube ich, auch eine Verzögerung durch Corona. Daraus würde ich Maßnahmen natürlich ableiten aus diesem Bericht, der noch nicht vorliegt. Das ist ganz klar. Aber ein Beispiel, Barrierefreiheit, Inklusion. Barrierefreiheit, da gibt es ähnlich wie bei der Luftreinhaltung von der EU eine Maßnahme, eine Vorgabe, dass wir barrierefreie Mobilität ermöglichen können. Das ist Stand heute in Köln nicht möglich. Ne? Also wenn Sie unseren ÖPNV betrachten, wenn Sie solche Haltestellen nehmen wie den Friesenplatz etc., geht dort nicht ein Armutszeugnis. Wir sind da ähnlich wie bei der Luftreinhaltung schon kurz vor einer Klage durch die EU, weil wir, ich glaube, die Frist ist 2020, wo wir das eigentlich liefern müssen. Das werden wir leider reißen. Ich möchte in dem Zusammenhang aber auch auf ein Recht auf ein Leben in Köln ohne Diskriminierung hinweisen. Also Rassismus in Köln ist natürlich auch ein Thema. Hier müssen wir auch das Ablegen, dieses Mantra, Köln ist bunt, nicht braun. Das ist zwar ein frommer Wunsch, aber es ist eben auch eine Stadt, die nicht nur tolerant ist, und hier müssen wir wesentlich mehr Aufklärungsarbeit leisten, damit alle die Möglichkeit haben, eben diskriminierungsfrei in Köln zu leben. Ganz kurz zu der Frage, also konkrete Maßnahmen sind natürlich Leute aus der Obdachlosigkeit führen, Leute in die Bildung bringen, ne? Also Schulbauten etc. Das alles sind Themen, die sind bekannt, da hakt es immer wieder, aber da müssen wir gemeinsam dran arbeiten.
ganz kurz zu dem Stichwort Außenpolitik. Ich bin auch gespannt auf die Vorlage von Frau Reker zu den Städtepartnerschaften. Ich finde, wir sind die viertgrößte Stadt Deutschlands. Unser Wort hat auch schon ein Gewicht. Also wenn wir zum Beispiel Tunis als Partnerstadt haben, natürlich müssen wir da auch gucken, wie ist da die Situation und vielleicht auch da stärker in den Diskurs eintreten. Ein Beispiel Thessaloniki, auch eine Partnerstadt von Köln. In der großen griechischen Finanz- und Wirtschaftskrise hatten wir eine Anfrage gestartet, ob Köln da nicht irgendwie helfen kann. Die Leute standen ja zum Teil ohne Krankenversicherung da. Die Antwort von Stadtdirektor Kahlen war damals, nö, ist alles okay, Thessaloniki braucht keine Hilfe von uns. Also da wünsche ich mir eine aktivere Politik, so wie Herr Wolter das zum Beispiel macht, Bürgermeister Wolter in Polen, auch Menschenrecht queer zu leben, dass er sich da wirklich aktiv einsetzt, da sogar sich verklagen lässt oder selber Klagen anstrengt etc. Eine große, große Sache, da viel persönlich riskiert. Sowas wünsche ich mir auch weiterhin in Köln. Super. Danke für die Antwort zu dem sozialen Bereich, damit wir noch genug Zeit haben für die zweite Frage. Unterbinde ich das jetzt mal ganz kurz und würde dann nämlich auch an Sie, Herr Zimmermann, die Frage zum Thema Wirtschaft stellen und welchen Veränderungsbedarf Sie sehen und welche Maßnahmen Sie umsetzen würden, um eine zukunftsfähige, nachhaltige Wirtschaftspolitik in Köln zu fördern. Ja, da würde ich zunächst mir wünschen, dass Köln anfängt, mehr mit seinen Pfunden zu wuchern. Wir sind eine beliebte Stadt, wir haben einen großen Druck auf Köln. Also nicht nur, dass die Leute gerne zu uns ziehen, was den Wohnungsmarkt leider in arge Nöte bringt. Das Gleiche gilt auch für Unternehmen. Und da würde ich mir eine aktivere Wirtschaftspolitik der Stadt wünschen, dass man mit den Unternehmen eben, wenn die Flächen suchen in Köln, wenn sie sich ansiedeln in Köln, tatsächlich intensiver ins Gespräch geht, intensiver guckt, was ist das für ein Unternehmen, ähnlich wie Herr Kosiski gerade auch andeutete, zahlen die überhaupt Tariflöhne etc., ne? Ist das alles wirklich fair, was produzieren sie zum Beispiel, ne? Also einen Rüstungsbetrieb würde ich nicht mehr in Köln ansiedeln wollen, sondern eben Betriebe, die tatsächlich unseren 17 SDGs entsprechen, die ja für eine Stadt der Transformation stehen, also die wirklich da dem Ziel dienlich sind. Und ich glaube, da haben wir mehr Möglichkeiten, wenn wir wirklich auch einzelnen Unternehmen mal sagen würden, ja, für euch haben wir keine Flächen, aber für die anderen dann schon. Und das wäre ein spannendes Thema, da mal Kriterien zu entwickeln, welche Unternehmen wir eigentlich in Köln haben wollen und welche nicht. Sowas gibt es meines Wissens nach bislang noch nicht. Nochmal Nachhaltigkeitskriterien in Bezug auf Unternehmen, meinen Sie, die sich hier ansiedeln könnten? Die sich ansiedeln wollen, die auf die Stadt Köln zukommen, dass man die prüft, was für ein Unternehmen ist das eigentlich? Dient das unserer Stadtstrategie, ja oder nein? Bislang habe ich das Gefühl, dass man sich tatsächlich über jedes Unternehmen freut, das nach Köln kommen will. Und da würde ich gerne umsteuern. Nochmal ein, okay, alles klar, da nochmal einen anderen Blick dann auf diese Unternehmen. Ein letztes Stichwort, okay. Ich weiß nicht, ob ich noch ein paar Sekunden habe. Aber 30 Sekunden. Ja. Nein, ich würde mir innerhalb der Verwaltung auch wünschen und auch im Stadtwerke-Konzern, dass wir auch mehr auf die Gemeinwohl, also auf die Bilanzierung nach Gemeinwohl setzen. Im Sozialdezernat wird das wohl teilweise schon gemacht. Das wünsche ich mir auch für die anderen Dezernate und auch für den Stadtwerke-Konzern, dass die Bilanzen nach Gemeinwohl ausstellen. Okay, super, danke. Dann kommen wir jetzt zur letzten Kandidatin. Und ich wurde zwischendurch gefragt, wie viele Leute eigentlich online sind. Also es waren zeitweise 65 Personen online. Jetzt sind wir gerade bei knapp über 50. Nur noch mal die Info, weil danach gefragt wurde. Dann kommen wir jetzt zu Nicolin Gabrisch und den letzten zwei Fragen an Sie. Die erste aus dem Bereich Soziales. Und die Frage, welche Maßnahmen Sie umsetzen würden, um soziale Ungleichheit, Armut und Exklusion zu reduzieren. Ja, ich entschuldige mich wieder, dass ich die meiste Zeit ablesen werde. Ich möchte aber vorab nochmal Dinge aufgreifen, die gesagt wurden, die mir sehr wichtig sind. Das fiel das Wort Ehrlichkeit. Das ist auf jeden Fall was mir ganz wichtig wäre, was ich sehr begrüße. Wir haben das in der Corona-Krise gemerkt, ja? Wenn man offen und ehrlich und transparent kommuniziert, warum Dinge nötig sind, dann haben viele Menschen dafür Verständnis. So. Und ich glaube, das ist also ich frage mich, warum PolitikerInnen das nicht viel öfter machen oder nicht sowieso die ganze Zeit machen, weil ich glaube,
wenn die Dinge transparenter kommuniziert würden, dann würden auch nicht alle sofort von der Ökodiktatur schreien und so weiter, sondern dann würden viele Menschen einfach viel mehr begreifen, warum Dinge nötig sind. Das würde ich mir insgesamt sehr freuen. Darüber würde ich mich insgesamt sehr freuen. Und Frau Ricker, Sie sagten, jeder, der informiert ist, wusste Bescheid. Da ging es um den Klimarat. Alle müssen sich committen, gesellschaftliche und politische Teilhabe. Also entschuldigen Sie, wenn ich es jetzt hier so ganz konkret zitiere, aber da ist mir nochmal aufgefallen, bei dem, als Sie sagten, wegen dem Klimarat, jeder, der informiert ist, wusste Bescheid. Das ist, glaube ich, also ich glaube, dass die PolitikerInnen der Stadt Köln das noch unterschätzen oder überschätzen, wie man es auch sieht. Ich glaube, dass ganz viele Menschen einfach gar nicht mitgedacht werden. Dass ganz viele Menschen da draußen überhaupt keine Ahnung davon haben, wie Kommunalpolitik funktioniert, was wir so treiben, ne? Auch was es für Möglichkeiten gibt, aber auch sowas wie die Lastenradförderung. Es gibt tolle Sachen, aber Lastenradförderung ist halt auch, wo sollen die Menschen fahren, wo sollen die Menschen parken, und es können sich auch nur die Menschen leisten, die zumindest ihren Anteil bezahlen können von diesem Lastenrad. Ne? Also ich finde dieses super, aber es ist halt nicht so ganzheitlich gedacht, und auch die Information, also jedem, dem ich das erzähle, da freut sich darüber, ja, was es schon so alles gibt, aber ich merke auch immer wieder, und ich bin jetzt ja auch seit mittlerweile bald 2 Jahren durch die Klimagerechtigkeitsgeschichte sehr, sehr viel in Köln unterwegs und mittlerweile sehr gut vernetzt und führe viele Gespräche, und ich habe das Gefühl, und das sage ich bei den Parents for Future und bei Kölle for Future immer, und das würde ich auch gerne jetzt, wo ich mich politisiere, in den Stadtrat und in die Gremien bringen. Ich sehe bei uns einen riesen Aufklärungs- und Informationsauftrag noch. Und ich glaube, dann würden wir das auch erreichen, dass viel mehr Menschen sich mitgenommen fühlen würden, viel mehr Menschen auch wieder Interesse finden würden und viel mehr Menschen auch sich beteiligen würden an diesem Prozess. Ja? Weil das ist einfach was wir alle zusammen schaffen können. So, das war ein kleines Pamphlet irgendwie, was ich mal gerade loswerden musste. Das also geht aber leider von der Zeit ab, aber es ist doch total okay, dass Sie da was zu sagen. Ich wollte es nur noch mal sagen, weil wir wollen ja noch Fragen aus dem Publikum dran nehmen. Das ist mir ganz klar, genau. Ich werde dann dafür die letzte Frage einfach kürzer beantworten. Okay. Also, wie gerade schon durchgeklungen ist, bin ich bei den Parents for Future und bei Kölle for Future sehr aktiv und möchte noch mal an der Stelle betonen, da ja die Klimafreunde für viele Menschen auch jetzt noch nicht so der Begriff sind, dass wir eben vor allem eine bunte Mischung sind aus Akteuren und Aktivistinnen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung und aus anderen relevanten Gruppen in Köln. Und wie der Name Klimagerechtigkeit schon sagt, ist natürlich bei uns Klimaschutz gar nicht denkbar ohne soziale Gerechtigkeit. Ne? Das jetzt so als Einstieg zur Beantwortung der Frage 3. Mhm. Also das zieht sich auch durch alle Lebensbereiche durch. Es muss gewährleistet sein, dass Bildung und andere öffentliche Güter für alle frei zugänglich sind und vor allem auch bezahlbar, dass gesunde und klimafreundliche Ernährung zugänglich ist, medizinische Versorgung, soziale Absicherung, saubere Energie, menschenwürdige Lebens- und Arbeitsbedingungen, kulturelle Teilhabe. So, um mal so ein paar Stichworte zu nennen, die wir auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und vielleicht auch noch so als Hintergrundinfo, ich habe halt die letzten 15 Jahre als Projektmanagerin in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet. Und da ging es tatsächlich darum, es ging um Projekte in den Entwicklungsländern rund um die Welt. In diesen Projekten ging es genau darum, die Social Sustainable Development Goals zu etablieren oder eben auch ökologisch-soziale Maßnahmen durchzuführen, die das ein oder andere Ziel tatsächlich betreffen. Das waren dann teilweise auch Projekte, die mit Geldern vom BMZ finanziert wurden. Dem ein oder anderen wird das vielleicht auch geläufig sein. Und das Ding ist eben, der frei nach dem Motto der Klimagerechtigkeitsbewegung Think Global, Act Local, gerade eben wurde ja schon mal so ein Slogan zitiert, möchte ich eben jetzt genau das Wissen, was ich habe, einbringen und eben auf lokaler Ebene mich mal drum kümmern, weil es tatsächlich so ist, dass wir eben nicht nur global gesehen dieses Gefälle haben zwischen Nord und Süd und auch deutschlandweit wahrscheinlich eher zwischen Ost und West, sondern eben auch, je mehr ich jetzt einsteige in das ganze Thema,
auch Kommunalpolitik und die ganzen Bezirke und Viertel immer besser kennenlerne und Gespräche führe, stelle ich doch fest, dass es wirklich, also mich erschreckt es so, ja, mich erschreckt es, wie groß doch das Gefälle ist und die soziale Ungleichheit ist in Köln. Ja, da haben wir echt, wie vorhin schon mal gesagt wurde, noch ein dickes Brett zu bohren, auch was das angeht. Um jetzt so ein bisschen konkreter zu werden. Genau, und ich wollte Ihnen auch noch Zeit geben, die letzte Frage zu beantworten. Deswegen ist so, wir haben jetzt noch 2 Minuten und das alles verpacken am besten, sonst. Gut, dann lege ich jetzt mal los. Mehr Sozialräume, mehr Orte der Solidarität und der Begegnung, mehr Orte für Aktionen, für gemeinsame Erlebnisse, Erfahrungen. Zum Beispiel Veranstaltungen wie der Tag des guten Lebens, wie Spielstraßen, Pop-up-Bike-Lanes, der Kulturfleck. Projekte wie das Ferienbegegnungsprogramm Höfiland für Kinder aus sozial schwachen Familien, Frauenhäuser und andere Safe Spaces. Projekte wie Food der Stand, durch die Menschen und vor allem sozial benachteiligte Kinder der Zukunft ausgewogene pflanzenbasierte Ernährung gewährleistet wird. Initiativen wie Start with a Friend oder über den Tellerrand kochen oder Inhouse e.V., die Integration vorantreiben, Maßnahmen gegen Ghettobildung, Mehrgenerationenhäuser, gemeinschaftliche Wohnprojekte, Gemeinschaftsgärten, Solavis und Naturerfahrungsräume, Repair-Cafés und andere Orte für nachhaltiges Lernen. Das sind lauter tolle Projekte, davon gibt es sicherlich noch viele mehr, die es in Köln bereits gibt, die bereits vorgelebt werden und die möchte ich deutlich stärken und fördern, eben dann auch tatsächlich seitens der Politik. Und seitens der Stadt müsste dafür auf jeden Fall gewährleistet sein, dass zum Beispiel Essen an öffentlichen Einrichtungen, vor allem für Kinder, gesund ist und ausgewogen. Es müsste mehr Raum geben, auch Infrastruktur für Kinder, sichere Infrastruktur, Erhalt und Bereitstellung von Raum für all diese Maßnahmen und für diese Menschen. Mhm. Und so bei Schulen, da sind wir uns alle einig. Mehr Sozialarbeiter, Sozialraumkoordinatoren, ja. Fädelskümmerer oder wie auch immer sie heißen, die sich dann genau mit diesem Projekt beschäftigen, die auf die Einhaltung der Menschenrechte achten. So, und okay, ja, danke. Genau, ich muss jetzt leider echt dazwischen gehen, weil ich hatte es ja schon angekündigt, dass wir streng sein werden mit der Zeit. Ja, weil, klar. Wenn die Zeit rum ist, ist sie rum. Ja, ja, genau, dann ist sie leider rum. Ich darf einen Satz sagen, weil der, das ist nur, wäre mir jetzt noch wichtig, so um es so ein bisschen zusammenzufassen. Ein eigenes Dezernat, ja. Und zwar ein Dezernat würde ich gerne haben, würde ich sehen und sinnvoll halten für nachhaltiges Wirtschaften oder Gemeinwohlökonomie, Umwelt oder Klimaschutz und Bürgerbeteiligung. Ich sehe das zusammen. Mhm. Okay, alles klar. Dankeschön. Vielen Dank, dass super. Ich das noch. Ja, jetzt haben wir alle Statements gehört und alle von uns vorab formulierten Fragen an Sie gestellt und wir haben ausreichend Zeit gehabt, die alle zu beantworten. Jetzt gucke ich gerade mal, wir haben jetzt noch 10 Minuten Zeit. Ich gucke jetzt mal gerade hier in unseren internen Chat rein, wie es mit Fragen an das vom Publikum aussieht. Da sind ein paar Fragen drin. Und zwar, genau, jetzt ist eine interessante Frage auch nochmal, doch nochmal das Thema Klima auch aufgreift, weil da geht es auch nochmal um eine, Moment, ich muss das einmal kurz nachlesen. Ich habe den Überblick mit der Frage zum Thema Klima. Könnt ihr mir die, also, tut mir leid, es ist jetzt hier gerade irgendwie ein bisschen unübersichtlich. Genau, ich habe eine Frage. Ihr müsst dann ergänzen, an wen die geht. Der Klimawandel betrifft alle Menschen in Köln. Es muss eine kollektive Einigkeit und kreative Kooperationsfähigkeit hergestellt werden. Wie kann die öffentliche Gesprächskultur wohlwollender, freundlicher und offener gestaltet werden? Letztendlich geht es dabei darum, das bezieht sich natürlich auf das Thema Klima, aber vielleicht auch auf andere Fragen, wie können wir die Gesprächskultur verändern, wie können wir mehr miteinander in den Dialog treten? Jetzt wäre nochmal die Frage, an wen die geht. An Herr Kosicki ist die Frage gestellt worden. So, jetzt gut. Da freue ich mich drüber, weil das ist auch ein Kritikpunkt von mir, dass ich wahrnehme, dass die Diskussionskultur und das Miteinander kommunizieren in dieser Stadt
verbesserungswürdig ist. Und zwar bestimmte Prozesse, die mir jetzt in den letzten Monaten zurückgespiegelt worden sind, dass es also tolle Instrumente wie Werkstattgespräche gibt, aber auch Bürgerbeteiligung oder runde Tische. Und ich sage ganz ehrlich, das ist meine persönliche Meinung, ich kann das Wort runder Tisch nicht mehr hören. Ich wünsche mir manchmal auch einen eckigen Tisch und ich wünsche mir manchmal, dass Leute an einem Tisch sitzen, die alle auf Augenhöhe Entscheidungen treffen und nicht nur darüber diskutieren. Und die, wir müssen alle als Politik, und das ist etwas, was ich ganz besonders auch so lebe, den Menschen zuhören, und zwar allen Menschen. Und nicht die nur denen, die eine Lobby haben oder die in der Lage sind, sich in Verbänden zu organisieren oder die schon politisch aktiv sind, sondern wir müssen Wege mitfinden, alle Menschen in dieser Stadt mitzunehmen. Ich habe vorhin schon mal gesagt, der Stadtbegriff, der ist mir manchmal zu eng. Es gibt eben Stadtteile, und ich sage, die liegen nicht am Rand, die sind genauso wichtig wie das Zentrum, die sind genauso wichtige Fädel, aber da findet sowas nur sehr selten statt und da besteht auch manchmal nicht die Kraft, es selbst zu organisieren, und dafür müssen wir noch konkretere Mechanismen finden und vor allen Dingen, wir müssen sie auch, wenn wir kritische Ergebnisse haben oder wenn wir Leute haben, die sagen, ich habe da eine völlig andere Sicht auf die Dinge, dann müssen wir sie nicht nur zu Wort kommen lassen, sondern wir müssen ihre Ideen mit einbringen. Haben Sie da eine Idee für Formate? Also welche Formate haben Sie da Ideen? Also Formate, es gibt auch da kommt jetzt wieder der Satz, es gibt keine Erkenntnisprobleme, es gibt tausende von Formaten, die man machen kann. Die müssen halt nur angepasst sein. Mhm. Ich kann mich an verschiedene Formate erinnern, die wir auch dienstlichen Zusammenhängen, also die Veränderung einer Verwaltung oder so, dass man die Mitarbeiter beteiligt, sie konkret fragt, was stört euch? Also auch mal einfach nicht mit einem fertigen Konzept dahin kommt, sondern sagt, was ist wirklich euer Problem? Ich gehe da mal ganz zurück in die 70er Jahre, in dem Land, aus dem ich komme, Schleswig-Holstein, ist die Entwicklung der kriminalpräventiven Räte entstanden. Und das ist nicht entstanden dadurch, dass Politiker das gemacht haben, sondern dass man in einem, in Köln wird man sagen, Fädel, da hat man so Teile, Stadtteile oder Dorfteile, wo die Menschen einfach gefragt worden sind, was habt ihr für Probleme? Welche subjektiven Ängste habt ihr? Was stört euch? Welche Angsträume habt ihr? Und das haben die dann definiert und Politik muss dann gucken, wie kriegt man das operationalisiert? Wie kriegt man das in einen Gesamtzusammenhang? Und da ist es wichtig, nicht nur Bürgerbeteiligung, sage ich mal ein ganz schlimmes Wort, vorzutäuschen oder bis zu einem bestimmten Punkt, wo sie kritisch wird, sondern sie einzubinden, aber auch, und das ist ja auch schon mal gefallen, der Satz, der ist mir mindestens genauso wichtig, irgendwann muss Politik auch sagen, so geht's nicht. Also man muss auch mal den Menschen transparent und deutlich sagen, du hast da tolle Ideen, aber die lassen sich aus den und den Gründen nicht umsetzen. Also die Formate sind, glaube ich, alle bekannt. Ich habe nur das Gefühl, dass wir noch viel daran arbeiten müssen hier in Köln, dass wir wirklich zu konkreten Geschichten fahren. Diese Werkstattverfahren halte ich für sehr geeignet, aber die darf man nicht kurz vor der Ziellinie abbrechen und dann im Grunde genommen was ganz anderes machen. Und das wäre mir sehr wichtig. Okay. Die Frage, die ich jetzt gerade an Sie gestellt hatte, die war auch für Herr Detjen nochmal. Und zwar, inwiefern wir es schaffen können, kreative Kooperationsfähigkeit zu schaffen, öffentliche Gesprächskultur zu fördern und diese auch zu öffnen. Ich will das mal vielleicht an einem Beispiel deutlich machen. Wir bereiten gerade von Köln stellt sich quer eine Demonstration am 28. August vor, zusammen mit der schwarzen Community. Und in den Diskussionen und in der Vorbereitung dieser Veranstaltung ist mir immer wieder aufgefallen, dass diese Community viel sensiblere Sprachen entwickelt hat. Also da habe ich dann zum Beispiel auch gemerkt einfach, ich habe dann das Wort Mohrenstraße, ich habe gesagt, wir müssen aber eventuell die Mohrenstraße mehr kritisieren. Da haben die gesagt, ja, den Namen darf man gar nicht in den Mund nehmen. Oder habe zum Beispiel auch gesagt, ja, ja, der Dicke da, da ist der gesagt, nein, da muss man ein gewichtiger Mensch sagen. Da war ich schon selber sozusagen etwas überrascht, dass es eben halt verschiedene junge Communities gibt, die da versuchen, eine andere Kultur zu entwickeln. Und das finde ich zum Beispiel ist auch den antirassistischen Dialog zu entwickeln und antirassistische Sprachgebrauch zu entwickeln.
Und ich glaube einfach, dass man sich diesen Sachen stellen muss. Und ich finde das total spannend. Und diesen Dialog muss man einfach entwickeln. Insofern kann ich mir das ganz gut vorstellen, dass sich das entwickelt, dass man eben halt anders sozialer argumentiert und auch sozialer denkt. Und das haben ältere Leute halt anders gelernt. Und jüngere Leute können da eine andere Kultur einführen. Und das würde mich freuen, wenn das Oberhand gewinnt. Okay. Damit wären wir jetzt am Ende der Veranstaltung. Die 2 Stunden sind jetzt schon so gut wie vorbei. Die Zeit verfliegt immer so. Und es gibt so viele Themen, über die alle sprechen wollen. Und es wäre irgendwie schön, da auch weiterhin noch in Austausch zu bleiben. Also ich denke, dass wir vom Bündnis auf jeden Fall weiter an diesen Themen arbeiten werden. Das sind Themen, für die wir stehen seit Jahren, für die wir in unseren Organisationen arbeiten und für den wir auch in den nächsten 5 Jahren kämpfen und uns einsetzen werden, egal wie die Wahl ausgehen wird. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie sich mit den Themen nochmal auseinandergesetzt haben, unsere Fragen hier beantwortet haben, zur Verfügung standen am heutigen Freitagabend. Vielen Dank an alle, die das hier mit vorbereitet haben, inhaltlich als auch organisatorisch, an die Personen, die die Technik gemacht haben, die Steinbach, Anja Neubauer und Sophia und Felix, die den Chat betreuen. Und ja, ich fand das sehr schön hier. Ich habe vieles Neues nochmal erfahren. Es war schön, dass wir hier nochmal irgendwie in Dialog kamen und uns über die Nachhaltigkeit im weitesten Sinne hier in Köln austauschen können. Und ich bin gespannt, wie wir die Nachhaltigkeitsziele in den nächsten Jahren weiterhin umsetzen werden. Vielen Dank, dass Sie alle da waren. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss und guten Tag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.